Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer Podiumsdiskussion Kaufbeuren unterm Hakenkreuz, eine Stadt geht auf Spurensuche. Besser gesagt, wie geht es denn weiter mit dieser Spurensuche in der künftigen Zeit? Mein Name ist Günter Pietsch, ich bin Leiter der Abteilung Kultur hier in der Stadtverwaltung und ich habe das große Vergnügen, dass ich unser wunderbares Stadtmuseum zu unserer Abteilung zählen darf. Und ich habe die große Ehre, dass ich Sie durch den heutigen Spätnachmittag, frühen Abend führen darf, für den wir uns etwa 90 Minuten anberaumt haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Veranstaltung nicht nur digital und nicht nur virtuell machen müssen, denn eine Zeit lang hat es ja so ausgeschaut. Wir sind froh, dass wir Publikum haben. Wir sind froh, dass Sie da sind, dass uns Menschen gegenüber sitzen, weil wir glauben, dieses Thema berührt die Menschen. Es berührt die Menschen in ihrem Innersten, in ihren Grundwerten, in ihrer Würde. Und deswegen ist es gut, dass der Saal voll ist, sofern man in diesen Zeiten von einem vollen Saal sprechen kann. Denn natürlich haben wir die Ihnen bekannten Hygienevorschriften auch hier zu beachten. Sie wissen es, der berühmte Mindestabstand 1,5 Meter und die berühmte Mund-Nasen-Bedeckung, die Sie am Platz abnehmen dürfen, solange Sie sitzen. Wir bitten Sie aber, sie aufzusetzen, wenn Sie in Bewegung sind, das heißt, wenn Sie den Saal verlassen oder wenn Sie in den Saal wieder hereinkommen und zu Ihrem Platz gehen. In der Einladung war es ja angekündigt, die Veranstaltung wird auf Video aufgezeichnet. Dieses Video wird später auf der Homepage des Stadtmuseums online gestellt. Sie sehen schon an diversen Stellen des Saales diskret Kameraleute postiert. Mit Ihrem Besuch heute erklären Sie sich auch einverstanden, dass Sie auf diesem Video anschließend womöglich zu sehen, unter Umständen auch zu hören sein werden. Und weil wir das alles aufzeichnen, erlaube ich mir auch, dass ich über die Personen, die später dann hier zu mir auf das Podium kommen, ein bisschen mehr sage, als das vielleicht für Sie im Saal notwendig wäre. Denn wir können ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass diejenigen, die später als Zuschauer vor den Bildschirmen sitzen, mit den Persönlichkeiten und ihrer Biografie und ihrem beruflichen Hintergrund genauso vertraut sind, wie Sie das vielleicht sind. Der Abend, der Nachmittag verläuft in vier Teilen. Wir beginnen, so wie es hier oben auch auf der Folie steht, mit einer Projektrückschau, also mit einem kurzen Rückblick. Wie ist denn das alles gekommen? Was ist denn bisher passiert? Daran schließt sich dann eine erste Podiumsrunde an mit diversen Fragestellungen, zu der ich dann die Gäste auf der Bühne begrüßen kann. Anschließend erweitern wir das nochmal um weitere Personen zu einer zweiten Diskussionsrunde. Und am Schluss möchten wir auch Sie als Publikum in die Diskussion einbeziehen, wenn Sie wollen. Also, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, wenn Sie Aspekte haben, die Sie uns mitgeben wollen, wenn Sie uns Gedanken mit auf den Weg geben wollen, dann haben Sie am Ende der Veranstaltung dazu noch die Gelegenheit. Die Podiumsdiskussion hat zwei Funktionen. Sie ist einmal eine Rückschau und sie ist einmal ein Ausblick in die Zukunft. Sie zieht Bilanz der Sonderausstellung und sie soll uns eine Richtung weisen, wie es denn bei uns mit der Erinnerungskultur, mit der Dauerausstellung weitergeht. Es war vielleicht der Vortrag von Dr. Martina Steber, der dafür gesorgt hat, dass die Befassung mit der Ideologie und der Geschichte des Nationalsozialismus plötzlich auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. 5 Jahre ist das mittlerweile her. Vielleicht erinnern Sie sich, am 15. März 2015 war dieser Vortrag im Stadtmuseum Gustav von Kahr, Christian Frank und die Abgründe des Heimatschutzes. So war dieser Vortrag überschrieben und seitdem wird nicht mehr nur im geschützten Rahmen der Geschichtsforschung diskutiert, nicht mehr nur hinter den dicken Mauern des Stadtmuseums, sondern eben auch draußen
in der Öffentlichkeit. Und dieser Vortrag zeitigte bald auch eine erste Auswirkung. Die Kaufbeurer erinnern sich, nämlich die Umbenennung der früheren Kurat-Frank-Straße in die heutige Heilig-Kreuz-Straße. Und der damalige wie auch heutige Oberbürgermeister hat sich als entschiedener und zum Handeln entschlossener Befürworter spürbarer Konsequenzen gezeigt. Oberbürgermeister Stefan Bosse hat diesen Prozess von Anfang an begleitet und befördert. Es ist schön, dass Sie sich auch heute Abend Zeit genommen haben, bei diesem Kaiserwetter der Veranstaltung beizuwohnen. Ich darf Sie zu einem kurzen Grußwort auf die Bühne bitten. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich in unserem Stadtsaal. Tatsächlich nach 5 Jahren an einem doch ganz markanten Punkt unserer Spurensuche, auf die wir uns begeben haben. Zunächst mal ganz formell zu einem Projektstartzeitpunkt vor 2 Jahren. Aber eigentlich lag es doch 5 Jahre zurück, lieber Herr Pietsch. Sie haben völlig recht. Dieser Vortrag, der all diejenigen, die dabei waren, auch mich gefangen genommen hat, gefesselt hat und wo am Schluss klar war, das muss Konsequenzen haben. Und so haben wir uns auf den Weg begeben und wir, das ist in dem Fall die Stadtgesellschaft, die Menschen in Kaufbeuren, repräsentiert durch verschiedene Gruppen und Institutionen, die auch heute Nachmittag hier im Saal sind. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich sage ein herzliches Willkommen den Mitgliedern des Stadtrates, an der Spitze dem zweiten Bürgermeister Oliver Schill und der Kulturbeauftragten Julia von Stillfried. Ich grüße ganz herzlich den Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums. Ich grüße die Mitglieder des Heimatvereins, ich grüße Vertreter der Bundeswehr und viele andere Institutionen, sage auch der Presse ein ganz herzliches Willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das über die Zeit so gut begleitet haben. Ja, und ganz zuletzt sage ich diesem wissenschaftlichen Beirat, der jetzt dann auch gleich in Erscheinung treten wird, ein herzliches Willkommen. Herr Pietsch wird Sie dann einzeln begrüßen, vorstellen und auf die Bühne holen. Meine Damen und Herren, man könnte ja sagen, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist das doch etwas aus der Zeit gefallen, dass sich eine Stadt auf Spurensuche begibt. Wenn es nicht vorher passiert ist, warum denn gerade jetzt? Mein Eindruck war, es war überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, sondern es ist in die Zeit gefallen. In die Zeit, in der sich jetzt so vieles verändert hat. In der wir schreckliche rechtsradikale und antisemitische Gewalttaten gesehen haben. Chemnitz, Halle, Hanau, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, all das ist in diese Zeit gefallen, in der wir unser Projekt hier begonnen haben, in der wir gemeinsam uns auf Spurensuche begeben haben. Es sind Äußerungen in diese Zeit gefallen, die wir lieber nicht gehört hätten, vom Vogelschiss der Geschichte, von der Aufforderung, eine 180-Grad-Wende in unserer Erinnerungskultur zu vollziehen. Wir sehen, dass ein revisionistisches Geschichtsverständnis immer mehr Platz greift in gewissen Gesellschaftskreisen und dass das alles verstärkt wird durch eine Echokammer, nämlich das Internet, wo sich die Kreise immer weiter aufschaukeln und wo es dringend notwendig ist, eine Position zu beziehen und zu zeigen, dass es auch eine andere Öffentlichkeit und eine andere sehr starke Wahrnehmung gibt. Und das tun wir hier in Kaufbeuren mit diesem Projekt in einer ganz ausgezeichneten Art und Weise. Es schließt sich, meine Damen und Herren, nämlich parallel ein Zeitfenster. Das Zeitfenster, in dem Zeitzeugen uns berichten können, was tatsächlich war. Und das alles in Summe bedeutet, dass wir dringend diese Erinnerungskultur am Leben halten müssen. Dass wir gut beraten sind, in diese Erinnerungskultur zu investieren und gerade mit solchen Projekten der nachwachsenden Generation zu zeigen, was war und was nie wieder sein darf. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute Nachmittag. Vielen Dank für Ihr Mitwirken in all diesen spannenden Monaten. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen auf einen sehr interessanten Nachmittag.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für diese einleitenden Worte. Ja, wie sind wir denn an diesen Punkt gekommen, an dem wir heute stehen? Und in welche Richtung wollen wir denn gemeinsam weitergehen? Um das beantworten zu können, wagen wir, so wie es hier oben steht, eine kurze Projektrückschau. Wir schauen auf die Vorgeschichte bis zum heutigen Tage. Und diese Vorgeschichte lassen wir uns erzählen von drei Kolleginnen aus dem Stadtmuseum. Dass sie so schnell die Nachfolge von Astrid Pellinger in der Leitung des Stadtmuseums antreten würde, hat sie dann doch auch selber nicht gedacht. Petra Weber hat in Augsburg und in Parma studiert und war anschließend freiberuflich tätig als Kunst- und Museumspädagogin, unter anderem im Augsburger Raum. Nach Kaufbeuren kam sie über ein wissenschaftliches Volontariat im Stadtmuseum, das sie seit 2014 mit viel Sorgfalt und Umsicht leitet. Petra, leiste mir doch Gesellschaft auf der Bühne, dann bin ich nicht so alleine. Die zweite im Bunde, Nina Lutz, arbeitet seit 2013 als freie Zeithistorikerin in Nürnberg, hat sich auf Nationalsozialismus und Nachkriegszeit spezialisiert und bringt Besuchern seit Jahren die vielseitige Geschichte ihrer Heimatstadt nahe. Hier in Kaufbeuren war sie für die Betreuung des Sammlungsaufrufs verantwortlich. Sie entwickelte das Konzept der Sonderausstellung und war auch in der partizipativen Projektarbeit aktiv. Nina, bitte sehr. Und das Trio komplett macht Caroline Keim. Sie studierte in Hildesheim und in Bologna, ist seit dem Jahr 2000 hauptsächlich für Museen tätig, war zunächst in Basel angestellt. Seit 2010 ist sie selbstständig und entwickelt Ausstellungs- und Kulturvermittlungskonzepte, zum Beispiel für das Museum Hofmühle in Immenstadt. Für uns war sie als Projektleitung unter anderem für die Koordination aller 10 Projektpartner, fürs Budget, nicht unwichtig, fürs Marketing und fürs umfangreiche Begleitprogramm verantwortlich. Vielen Dank. So. Wir dürfen Ihnen jetzt einen kurzen Rückblick zu unserem Projekt geben. Und ich starte schon 2016. Für uns ein großer Anstoß für unser Projektvorhaben war diese Podiumsdiskussion, die im Januar 2016 gemeinsam mit dem Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums organisiert wurde. Und der Anlass für diese Podiumsdiskussion war tatsächlich, dass Kritik geübt wurde an der derzeitigen Präsentation zur Darstellung des Nationalsozialismus. Wir haben zur Veranstaltung eine Reihe von Experten und Fachleuten eingeladen aus verschiedenen Institutionen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, NS-Gedenkstätten, Dokumentationszentren und Museen. Gemeinsam mit diesen Fachleuten wurde die Präsentation der Dauerausstellung diskutiert, ihre Inhalte, aber auch die Objekte, die dort gezeigt werden. Das Fazit der Veranstaltung war relativ einhellig. Die Teilnehmer des Podiums, die haben uns stark empfohlen, die derzeitige Präsentation zu überarbeiten. Wir haben diese Kritik ernst genommen und das Stadtmuseum hat im Nachgang zu dieser Podiumsveranstaltung ein Gutachten in Auftrag gegeben bei der Zeithistorikerin Johanna Wensch. Johanna Wensch hat die Dauerausstellung ganz auf Herz und Nieren geprüft, hat ihre Schwachstellen festgehalten und macht in ihrem Gutachten auch Vorschläge zu ihrer Überarbeitung. Ein ganz großer Kritikpunkt, der sowohl im Podium als auch im Gutachten auch genannt wurde, war unter anderem, dass man in der Ausstellung nur relativ wenig über Kaufbeuren in der NS-Zeit erfahren würde. Und ein Grund dafür sind unter anderem auch die Ausstellungsstücke, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Sie sehen jetzt hier zwei Fotos aus der jetzigen Präsentation, die vor allem Spielzeuge oder Winterhilfswerkszeichen zeigen, allesamt Objekte, zu denen eine Hintergrund Geschichte fehlte und die relativ wenig erzählen über die NS-Zeit in Kaufbeuren.
Nach dem Gutachten konnten wir parallel auch die Teilnehmer des Podiums gewinnen als einen wissenschaftlichen Beirat für das Museum für weitere Projektvorhaben. Und den ersten Schritt, den wir dann wirklich praktisch getan haben, war, sich nochmal mit unserer Sammlung auseinanderzusetzen. Für uns als Museum ist tatsächlich die Sammlung der Dreh- und Angelpunkt jeder Ausstellung. Und zur Zeit des Nationalsozialismus in Kaufbeuren bestanden damals große Lücken. Wir hatten einfach sehr wenige Objekte, die zur Verfügung standen. Und aus diesem Grund haben wir dann im Frühjahr 2018 einen Sammlungsaufruf gestartet, bei dem uns die Ausstellungsmacherin und Zeithistorikerin Nina Lutz unterstützt hat. Ja, dieser Sammlungsaufruf, den ich dann im Jahr 2018 von März bis Mai betreuen durfte, ist auf sehr viel Zuspruch bei der Kaufbeurer Stadtbevölkerung gestoßen. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken. Über 60 Objekte zum Thema NS aus Kaufbeuren konnte ich sichten. Sie sehen mich ja auch ziemlich strahlend mit einigen Objekten. Wer die Ausstellung kennt, es sind auch zahlreiche Objekte in diese Ausstellung eingeflossen. Ein besonders positiver Effekt dieses Sammlungsaufrufs war es auch, dass wir ganz viele Hinweise auf noch lebende Zeitzeugen bekommen haben, Informationen bekommen haben, wo es sich noch lohnt, weiter zu recherchieren. Und es ist auch tatsächlich so etwas wie ein kleines Netzwerk entstanden, dass man heute auch noch in Kontakt steht, weiteren Spuren nachgeht. Parallel zum Sammlungsaufruf hat man sich dann auch entschieden, die Sonderausstellung auf den Weg zu bringen. Und dafür hat man sich eben bei dem Projekt der Kulturstiftung des Bundes beworben. Und dazu übergebe ich jetzt auch an Frau Caroline Kall. Wir haben den Zuschlag bekommen. Im Fonds Stadtgefährten sind wir gefördert worden von der Kulturstiftung und konnten loslegen im Herbst 2018. Unsere Ziele waren es, gemeinsam mit lokalen Kooperationspartnern eine Sonderausstellung zur NS-Zeit hier zu entwickeln und durch Begleitveranstaltungen ein Stadtgespräch über dieses Stück Vergangenheit und die Erinnerungskultur dazu ins Leben zu rufen. Die öffentliche Startveranstaltung im Oktober 2018 war sehr gut besucht. Wir haben unser Vorhaben vorgestellt. Wir haben auch schon die Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer gefragt nach Zeitzeugen, nach Kontakten, nach Objekten und auch, welche Themen zur NS-Zeit in dieser Sonderausstellung nicht fehlen dürfen. Die Phase der intensiven Zusammenarbeit mit den Partnern hat dann fast ein Jahr lang gedauert. Am Ende waren es sogar 10 sehr unterschiedliche und sehr bereichernde Kooperationspartner. Das war der Arbeitskreis Fotografie und die Volkshochschule, das Bundesprogramm Demokratie Leben, das Generationenhaus und die Neugablonzer Zeitzeugen. Es waren die MP-Seminare Geschichte der beiden Kaufbeurer Gymnasien, die Kulturwerkstatt und Querkunst sowie der Fliegerhorst. Und alle diese Partner haben in Einzelprojekten ihren speziellen Blick auf die NS-Zeit erarbeitet und zur Ausstellung beigesteuert. Das war in Form von Texten, Hörbeiträgen, einem Filmbeitrag, Fotografien, Begleitveranstaltungen etc. Ein Rückblick auf alle Projekte würde hier den Zeitrahmen absolut sprengen. Sie sehen jetzt ein Bild aus der Zusammenarbeit mit dem Mariengymnasium. Da haben sich Schülerinnen sehr intensiv auseinandergesetzt mit selbstgewählten Themenbereichen und Objekten. Am 31.10.2019 konnten wir dann unsere Ausstellung gemeinsam mit allen Partnern eröffnen und wir waren ganz glücklich über die große Resonanz, die wir schon allein auf die Vernissage bekommen hatten mit über 200 Gästen. Für uns war das ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass das Thema für die Stadtgesellschaft relevant ist und auf Interesse stößt. Was die Ausstellung ausmacht, wird Ihnen jetzt die Ausstellungskuratorin Nina Lutz erzählen. Ja, Sie hatten es ja gerade schon gehört, bei der Kick-Off-Veranstaltung im Oktober hatten wir auch die Kaufbeurer gefragt, welche Themen zum Thema NS Ihnen denn in Ihrer Stadt besonders unter den Nägeln brennen. Und wir haben uns das natürlich auch zu Herzen genommen und so sind schlussendlich 7 Themeninseln dabei herausgekommen, die den Bogen spannen von der Beleuchtung des Museums in der NS-Zeit bis hin zur Stadtverwaltung und den nationalsozialistischen Organisationen vor Ort. Wir haben uns mal intensiv mit dem hier so geliebten Traditionsfest, dem Tänzelfest, auseinandergesetzt. Wie hat man das versucht zu vereinnahmen? Wie war es im Krieg?
mit Kaufbeuren bestellt? Wie sah es mit Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen aus zum Thema Euthanasie? Und natürlich auch ganz kurz ein Schlaglicht geworfen auf die Zeit danach. Uns ist natürlich bewusst, dass Lücken bleiben. Diese Lücken bleiben nicht etwa deswegen, weil wir diese Themen nicht für wichtig erachtet hätten, sondern weil für viele Themen einfach noch viel Recherche zu erledigen gilt. Es gilt noch vielen Spuren nachzugehen. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, ganz bewusst auch durch die Gestaltung kenntlich zu machen. Wir erheben hier nicht den Anspruch, die Geschichte ein für alle Mal erzählt zu haben. Ganz wichtig war uns aber auch, dass wir nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern auch den Blick auf die Gegenwart werfen. Deswegen gibt es zentral in der Mitte, das sehen Sie hier auch, einen Gegenwartstisch. Da befragen wir die Kaufbeurer, die Besucher der Ausstellung, nach ihrer Meinung zum Thema Gegenwart. Was gibt es da für Themen, für gesellschaftsrelevante Themen und wie sehen Sie auch die Vergangenheit von Kaufbeuren in dieser Zeit? Wir wollten eine möglichst transparente Ausstellung schaffen, mit verschiedenen Perspektiven auf die Objekte und Ereignisse und mit einer direkten Ansprache der Besucherinnen und Besucher konkret. Wir haben womöglich die Herkunft der Objekte und die Geschichte dahinter sichtbar gemacht, indem wir Zitate der Geberinnen und Geber daneben gestellt haben und gefragt haben, aus welchem Grund haben Sie das Objekt aufgehoben, was bedeutet es Ihnen, was verbinden Sie damit? Wir haben heutige Perspektiven auf die NS-Zeit sichtbar gemacht, ebenfalls mit Zitaten. Wir haben die Schülerinnen und Schüler der P-Seminare gefragt, wie es ihnen denn ging in der Auseinandersetzung mit dieser Zeit und was ihre Gedanken dazu waren. Und durch diese Zitate betritt man auf Fahnen hängend die Ausstellung und sie begegnen einem überall im Raum. Die Besucherinnen und Besucher sind in der Ausstellung und auch in der Stadt immer wieder an sie gerichteten Fragen begegnet, die zum eigenen kritischen Denken auffordern. Zum Beispiel, welche Spuren hat die NS-Zeit hinterlassen? In welcher Gesellschaft möchte ich leben? Oder wie gehe ich mit der NS-Vergangenheit um? Und so weiter. Unsere Ausstellung war nicht nur begrenzt auf den Ausstellungsraum im Stadtmuseum, wir haben auch versucht auszugreifen und es entstand mit einem Kooperationspartner, dem AKF, dem Arbeitskreis für Fotografie der Volkshochschule, entstanden Porträts von Projektbeteiligten, die wir als eine Art Rundgang in der Innenstadt aufgehängt haben an Fassaden und Hauswänden. Die Porträts sind immer kombiniert mit einer persönlich ausgesuchten Frage, die sich eben auch an die NS-Vergangenheit und die Gegenwart und die Aufbereitung der NS-Zeit widmet. Zusätzlich entstanden zwei Satellitenausstellungen. Eine davon sehen Sie hier in dem Foto. Es wurde ein Schaufenster gestaltet von der Schauburg, dem ehemaligen Kino, in dem heute unser Projektpartner die Kulturwerkstatt ihre Heimat hat. Und Schüler eines P-Seminars haben sich mit der Geschichte des Hauses auseinandergesetzt. Als Kino hat das natürlich auch während der NS-Zeit eine große Rolle gespielt. Eine zweite Satellitenausstellung ist ebenfalls mit dem P-Seminar entstanden, und zwar mit dem Jakob-Brucker-Gymnasium und dem Fliegerhorst. Da ist temporär eine Ausstellung auf dem Fliegerhorst sowie im Jakob-Brucker-Gymnasium zu sehen gewesen, die sich mit der Geschichte des Standorts Fliegerhorst auseinandergesetzt hat. Ganz generell haben wir auch in der Ausstellung versucht, das Museum selbst nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir haben eine Themeninsel dem Museum gewidmet und schauen die Museumsgeschichte näher an, da das Haus 1934 an dem jetzigen Standort neu eingerichtet wurde. Es kommen auch verschiedene Ausstellungsmacher, werden vorgestellt. Unter anderem wird auch auf Kurat Frank, von dem wir vorher schon gehört haben, und das abgenommene Straßenschild wird dort ausgestellt. Parallel geben wir einen ersten Einblick in ein Forschungsprojekt, das derzeit läuft, das sich mit der Provenienz der Sammlungserwerbungen zwischen 1932 und 1964 beschäftigt. Auch ein Thema, das sich das Museum seit dem Projekt gestellt hat und das noch bis nächstes Jahr im Frühjahr voraussichtlich laufen wird. Die Ausstellung wurde bis zum Corona-Lockdown relativ gut angenommen von der Stadtgesellschaft. Wir hatten über 3000 Besucher bislang. Viele Begleitveranstaltungen im Begleitprogramm wurden gut angenommen. Die haben wir gemeinsam mit den Partnern gestemmt und wir waren da ganz positiv überrascht oder
haben uns sehr gefreut über die große Resonanz in der Stadtgesellschaft. Es gab viele gebuchte Führungen, unter anderem gibt es auch mit dem Kooperationspartner vom Technischen Ausbildungszentrum hatten wir einen Kooperationsvertrag, dass Gruppen, die dort zur Ausbildung stationiert sind und vor Ort sind, dass die auch kommen und unsere Ausstellung im Stadtmuseum besuchen. Aber auch die öffentlichen Termine für die Führungen wurden ganz rege wahrgenommen und besucht. Insgesamt kann man sagen, wir haben es uns gewünscht, dass eine Art Stadtgespräch angezettelt wird. Es ist uns, glaube ich, gelungen und wir freuen uns jetzt sehr auf diesen heutigen Tag, an dem wir dieses Stadtgespräch nochmal aufnehmen möchten und gemeinsam mit dem Beirat, aber auch mit Ihnen im Publikum nochmals über das Projekt, aber auch vielleicht über die weitere Perspektive für Kaufbeuren und das Museum sprechen möchten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch dreien für diesen fokussierten Rückblick. Was wir hier gesehen haben, ist also die Fortführung einer bereits bestehenden öffentlichen Diskussion in einer dialogischen Auseinandersetzung, in einem Stadtgespräch. Und bei diesem Thema können natürlich Dinge wie Augenmaß, Fingerspitzengefühl, Perspektivenvielfalt nicht groß genug sein. Und dafür hat sich das Stadtmuseum, wie bereits erwähnt, einen wissenschaftlichen Beirat zur Seite gestellt, für den jetzt schon mal die Bühne bereitet wird, indem die Leinwand hochfährt und das Licht hier oben angeht. Das Selbstverständnis dieses Beirats, die inhaltliche und methodische Arbeit begleiten, Schwach- und Fehlstellen erkennen, eine kritische Bilanz nach Projektabschluss, das ist heute, und eventuell Folgen für die Zukunft begleiten. Der Beirat war, auch das ist schon erwähnt worden, 2016 zu einer Kick-Off-Veranstaltung hier in Kaufbeuren. Heute ist eben der Moment für eine Bilanz. Ich darf Ihnen die Podiumsgäste vorstellen und Sie in dieser Reihenfolge auch auf die Bühne bitten. Sie studierte Kulturwissenschaften und Soziologie und promovierte in München. Sie leitete das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum und, nicht zu vergessen, das Stadtmuseum Kaufbeuren, bevor sie 2014 zur Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern wechselte. Seit März dieses Jahres ist sie Direktorin des Landesmuseums Württemberg in Stuttgart und seit diesem Zeitpunkt, auch wenn sie es nicht gerne hört, trägt sie auch einen Professorentitel. Im Interview sagt sie über sich selbst: Ich bin gerne eine Querdenkerin, deshalb möchte ich mehr Orte schaffen, wo wir uns begegnen, auch außerhalb von Besprechungssituationen. Heute ist eine weitere Gelegenheit dazu. Herzlich willkommen, Dr. Astrid Pellinger. Dr. Alexander Schmidt studierte Geschichte, politische Wissenschaft und Soziologie in Erlangen und Berlin, wo er in seiner Dissertation Kultur in Nürnberg 1918 bis 1933 beleuchtete. Alexander Schmidt arbeitete am Institut für Regionalgeschichte in Nürnberg, konzipierte die Dauerausstellung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, war deren pädagogischer Leiter und ist seit 2007 Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Auch er gehört zu unseren heutigen Podiumsgästen. Bitte sehr, Herr Dr. Alexander Schmidt. Dr. Benigna Schönhagen promovierte über Tübingen, eine Universitätsstadt in der Zeit des Nationalsozialismus, arbeitete für die Ausstellungen Stuttgart im Zweiten Weltkrieg sowie Vorbei und Vergessen, Nationalsozialismus in Tübingen. Seit 2001 leitete sie das Jüdische Kulturmuseum Augsburg-Schwaben und hat in dieser Funktion eine neue Dauerausstellung und viele Wechselausstellungen erarbeitet. Frau Dr. Schönhagen lehrt zudem an den Universitäten Tübingen und Augsburg. Ihre Forschungsgebiete, zu denen sie vielfältig publiziert, sind unter anderem NS-Zeit, jüdische Geschichte in Süddeutschland und Museologie.
Wir freuen uns sehr über Ihre Mitarbeit und Ihre Teilnahme am heutigen Spätnachmittag. Dr. Benigna Schönhagen. Die Mittelbayerische Zeitung schreibt, er vermeidet den moralischen Zeigefinger und ist deshalb genau der Richtige für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Wie das Erinnern gestaltet ist, hat viel mit seiner Person zu tun. Er ist ein intellektueller, aber bodenständiger Einheimischer. Dr. Jörg Skribeleit studierte empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie in Tübingen und Berlin und promovierte über den Erinnerungsort Flossenbürg, an dem er seit 1996 mitarbeitet. Seit 1999 ist er Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und initiierte dort eine grundlegende Neukonzeption. Und seit dem vergangenen Monat wurde er zum Honorarprofessor der Universität Regensburg ernannt. Herzlich willkommen bei uns auf dem Podium, Professor Dr. Jörg Skribeleit. Bitte sehr. Johanna Wensch studierte neuere und neueste Geschichte, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft in Berlin und Bologna. Sie war unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Gedenkstätten Buchenwald, Flossenbürg und Ravensbrück. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Referentin der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin. Das Stadtmuseum, auch das wurde gerade erzählt, beauftragte sie 2016 mit einem Gutachten zur Darstellung des Nationalsozialismus. Es fokussierte unter anderem die räumliche Beengtheit, die fehlende inhaltliche Verbindung zu Kaufbeuren und gipfelte im weitreichendsten Vorschlag für unser Stadtmuseum, nämlich der komplette Abbau und die Neukonzeption der Abteilung 20. Jahrhundert. Schön, dass Sie aus Berlin zu uns gekommen sind. Sie komplettieren die Runde hier oben auf der Bühne. Johanna Wensch. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, sagt über ihn: Er ist dank seiner fachlichen Qualifikation und seiner profunden Erfahrungen prädestiniert dafür, der Gedenkstättenpädagogik wichtige neue Impulse zu geben und sie weiterzuentwickeln. Dr. Axel Drekoll, Direktor der Brandenburgischen Gedenkstätten, wäre gerne gekommen, befindet sich jedoch leider im Krankenstand und kann daher heute nicht da sein. Die Podiumsrunde muss leider auf ihn verzichten. Aber wir senden, und jetzt spreche ich mal direkt in die Kamera, die besten Genesungswünsche von hier nach Oranienburg. Schade, dass es nicht geklappt hat. Und einen zweiten muss ich entschuldigen, Dr. Stefan Klei von der Landesstelle der nichtstaatlichen Museen. Er war seit dem vergangenen Jahr sozusagen temporärer Nachfolger von Dr. Astrid Pellinger. Er ist seit 2012 Referent an der Landesstelle und bis heute deren stellvertretender Leiter. Er hat leider aufgrund anderweitiger terminlicher Verpflichtungen kurzfristig absagen dürfen, sodass wir absagen müssen, sodass wir jetzt die Podiumsrunde hier oben komplett haben. Und dann erlaube ich mir, mich in Ihre Mitte zu setzen. Ja, Kritik, Gutachten, eine Sonderausstellung als Testlauf, ein umfangreiches Begleitprogramm, vieles davon garniert mit dem schicken Attribut partizipativ. Wie haben Sie denn das Kaufbeurer Vorgehen, wie haben Sie die Reaktion Kaufbeurens auf die Kritik an der Darstellung im Stadtmuseum empfunden? Wer möchte beginnen? Dann frage ich als erstes Frau Johanna Wensch, Sie haben das Gutachten erstellt, den Auslöser sozusagen gegeben für das weitere Vorgehen. Waren Sie von dem, war das, das Vorgehen Kaufbeurens entsprechend Ihrer Vorstellungen, wie Sie sich vielleicht bei der Erstellung des Gutachtens gemacht haben? Also insgesamt bin ich von dem Prozess immer noch ziemlich beeindruckt.
Also das, was sich an das Gutachten dann angeschlossen hat, also ich fand das ein sehr konzentriertes Vorgehen mit einem klaren Ziel vor Augen. Ich fand es ein sehr kluges Vorgehen, erstmal eine temporäre Ausstellung anzustreben und nicht gleich eben sozusagen in die Vollen zu gehen und eine neue Dauerausstellung anzustreben. Ich fand es auch sehr gut gelungen, oder das ist natürlich auch ein bisschen eine Glückssache, also das war eine Sache, die ich auch im Gutachten ja mit empfohlen habe, dass man tatsächlich nochmal an die Kaufbeurer Stadtbevölkerung herantritt und fragt, was gibt es denn bei euch noch? Und da gab es ja unglaubliche Glückstreffer, das muss man einfach so sagen, die jetzt ja auch zum Teil in die Sonderausstellung eingeflossen sind. Und genau so stellt man sich das eigentlich vor als Ausstellungsmacher, Ausstellungsmacherin, dass man mit solchen Objekten auch arbeiten kann. Insofern, und ein zweiter Punkt, Sie hatten es schon erwähnt, partizipativ, es stimmt, das ist ein Modewort durchaus, aber ich finde, so wie es hier gemacht wurde, hat das doch sehr viel Wirkung auch gezeigt. Man hat sehr viele Gruppen einbezogen. Und insofern finde ich auch dieses Vorgehen also zu 100% gelungen. Also ich kann da nur Glückwunsch sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? So ist es. Deswegen sitzen wir auch heute zusammen. Möchte jemand von Ihnen die Ausführungen ergänzen? Also ich kann den Eindruck wirklich nur unterstützen. Ich schaue ja aus etwas größerer Entfernung von Nürnberg aus nach Kaufbeuren. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wenn man ein doch vergleichsweise neues und schickes Stadtmuseum hat, dass man dann so offen mit so einer Kritik umgeht. Das finde ich ziemlich gut. Ich fand es auch beeindruckend, dass sozusagen doch noch so viel nach so langer Zeit in Kaufbeuren zu finden ist. Und ich war heute in der Sonderausstellung noch mal lange und habe mir auch die gesamte Dauerausstellung, diese Abteilung und alle Filme angeschaut und muss sagen, dass die Sonderausstellung tatsächlich doch sehr vieles bietet, was nicht verloren gehen darf. Also die Option, jetzt alles ins Depot zu räumen und das so zu lassen, wie es ist, besteht offensichtlich nicht. Und das ist ja schon mal ein super Schritt vorwärts. Also ich möchte mich anschließen, gerade das, was Johanna Wensch gesagt hat, aber auch was du gesagt hast gerade vorhin. Ich freue mich total für das Stadtmuseum, dass es diesen Weg gegangen ist. Und ich freue mich auch sehr für Kaufbeuren, denn ich habe in der Zeit, in der ich hier dieses Museum leiten durfte, Kaufbeuren anders wahrgenommen. Vielleicht habe ich bestimmte Facetten von Kaufbeuren nicht wahrgenommen damals, weil es war ein großes Projekt mit ganz vielen Themen. Aber dass letztlich die Stadtgesellschaft es schafft, das Stadtmuseum es schafft, auch die Stadtverwaltung es schafft, sich mit diesem Thema die Kraft hat, sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, das finde ich ganz wunderbar. Und dass das Stadtmuseum dafür Auslöser war, auch wenn der Auslöser letztlich ein Fehler war, der passiert ist in der Ausstellung, das erfüllt eigentlich das, was ich mir von Museumsarbeit auch wünsche. Wir sprechen im museologischen Diskurs ganz oft von Museum muss Resonanzraum sein, Museum soll Dialogort sein und das sind alles erstmal Schlagworte, die gefüllt werden wollen und dass das hier gelungen ist, das finde ich wirklich fantastisch. Und ich war vorhin auch in der Ausstellung, habe mir das angeschaut, finde es klasse, was alles zusammengetragen wurde, auch an neuen Erkenntnissen, die wir damals gar nicht recherchieren konnten aus Zeitgründen und auch aus Kompetenzgründen, weil wir keine Zeithistorikerin im Team hatten. Und ich habe mir auch überlegt, was heißt das jetzt eigentlich, was räumt man aus? Also was verändert man in diesem Haus, um das, was zusammengetragen wurde, auch adäquat präsentieren zu können, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir es, Herr Oberbürgermeister, Sie sagten es ja eingangs auch, dass wir es letztlich mit Veränderungen in der Gesellschaft zu tun haben, die alle Kulturschaffenden aufhorchen lassen und die von uns allen verlangen, dass wir zu einer guten Diskussions- und Streitkultur wiederkommen. Und da erfüllt ein Museum einfach eine Aufgabe und darf sich nicht drücken aus meiner Sicht. Ich will gar nicht alles wiederholen, kann mich da nur anschließen. Ich würde nur noch mal betonen, aus meiner Erfahrung mit
verschiedenen Stadtmuseen um dem Thema. Es ist auch ganz offensichtlich wichtig und hier gelungen, dass auch die Stadtverwaltung dahinter stand. Also das ist ja ganz wichtig, das Museum kann noch so sehr das Thema ansprechen und auseinanderdividieren und eine Auseinandersetzung damit anregen, aber es muss auch getragen werden im Hintergrund und man muss dahinter stehen und auch die Zeit dafür zur Verfügung stellen. Und das finde ich sehr ein schönes Beispiel, wie man mit konstruktiv mit Kritik umgehen kann. Herr Oberbürgermeister Bosse hat ja so schön eingeleitet mit der Frage auch, warum denn 75 Jahre danach, warum denn jetzt, warum nicht früher? Und ich glaube, in der Frage liegt schon die Antwort, weil nicht früher. Also Kaufbeuren ist da nicht untypisch. Und natürlich gab es hier in der Region, in der Näheren auch Auseinandersetzungen, auch kritische Auseinandersetzungen mit dem Thema von NS-Verbrechen. Michael Kranach kommt dann noch. Es hat sich sehr, sehr lange eben auf dieses dominante Thema der Krankenmorde in Kaufbeuren-Irsee konzentriert. Und ungleich schwieriger ist es, glaube ich, das als eine Stadt als Ganzes zu machen, als so eine Mittelstadt. Und ich weiß noch, ich saß in der Jury, Gedenkstätte Flossenbürg hat für ihre Ausstellungen 2011 den Bayerischen Museumspreis bekommen, dann sitzt man automatisch in der Jury und wir sind in das wunderbare Stadtmuseum, das war nominiert, in Kaufbeuren gefahren. Und ich fand es toll, ich fand es extrem gelungen, habe mich sehr dafür verwendet. Ich weiß noch, die Jury-Sitzung hat in dieser Zeugelstube stattgefunden dann. Kaufbeuren war der letzte Ort. Und wenn man eine KZ-Gedenkstätte leitet, dann hat man immer so die Rolle des NS-Lobbyisten. Und ich wollte bewusst aus dieser Rolle rausgehen. Ich habe das auch bei der Podiumsdiskussion, die am Anfang gezeigt worden ist, so formuliert. Das Stadtmuseum Kaufbeuren hat den Bayerischen Museumspreis nicht wegen, sondern trotz der NS-Abteilung bekommen, weil der Rest so toll war. Und ich habe das auch mit voller Überzeugung mitgetragen und gleichwohl Sie alle, die Sie hier sitzen, waren Bestandteil auch dieses, sagen wir mal, kritischen, selbstreflexiven Prozesses einer Mittelstadt. Und ich würde heute, ich glaube, vom Bezirk ist niemand da, aber ich würde heute sogar, ich finde den Prozess, den Sie angeleitet haben, den Prozess, den ihr drei initiiert habt, also ich finde es atemberaubend, ich finde es extrem vorbildlich, so muss man sich das backen, wie die Stadt auch mitgetan hat in all seiner Breite, in all ihrer Breite. Ich glaube, das ist auch gar nicht ausgereizt und ich fände eigentlich, dass das Stadtmuseum Kaufbeuren jetzt einen Preis für vorbildlichstes partizipatives Handeln zu einem extrem schwierigen Thema dazu kriegen sollte. Also ich finde es wirklich, wirklich toll und ich selber bin eigentlich ein Partizipationsskeptiker, weil es mir zu sehr modisch daherkommt. Aber das habt ihr toll gemacht und das hat die Stadt Kaufbeuren toll gemacht. Sie haben es ja schon angesprochen. Es ist schön, dass die Dinge aus der Sonderausstellung womöglich nicht ins Depot wandern, nicht einfach wieder aufgeräumt werden und nach Ende der Sonderausstellung im August sieht man dann nichts mehr davon. Für uns ist natürlich die Frage relevant, ja, welche dieser Themen sollen denn unbedingt in die Sonderausstellung? Ist Ihnen da etwas aufgefallen, in die Dauerausstellung, ist Ihnen da etwas aufgefallen, wo Sie sagen, das wollen wir unbedingt in einer künftigen Dauerausstellung, wie auch immer die gemacht ist und wie auch immer die beschaffen sein wird, das wollen wir wieder sehen. Das muss dauerhaft zugänglich sein. Also was mir aufgefallen ist, das geht jetzt gar nicht um ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Objektgruppe, diese Auseinandersetzung aus der Gegenwart heraus. Das finde ich, das ist ein methodischer Ansatz, den ich sehr gelungen finde in der Sonderausstellung. Also da wirklich Gratulation auch an die, die die Ausstellung konzipiert haben. Und ich glaube, das würde ich in eine Dauerausstellung versuchen mitzunehmen, als einen methodischen Ansatz, wissend, dass das natürlich heißt, man muss das auch in Regelmäßigkeit überarbeiten und neu reflektieren. In welcher Form man das mitnehmen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Sicherlich nicht so in dieser Form, wie es in der Sonderausstellung
Sonderausstellung ist, dann veraltet es ein Stück weit zu schnell. Aber das finde ich sehr wichtig, weil das eben heißt, wir betrachten nicht nur einen Zeitraum der Geschichte, bei dem ja doch der eine oder andere sich immer wieder bemüßigt, viel zu sagen, ach ja, das war ja vor 75 Jahren, sondern das hat auch viel mit unserer Gegenwart zu tun. Und insofern fände ich das toll, wenn man das erhalten oder mitnehmen kann in eine Dauerausstellung als Prinzip. Mir ist aufgefallen, dass die Sonderausstellung ganz viele spannende Biografien enthält, die das Leben in einer Stadt im Nationalsozialismus absolut konkret machen und viel über Kaufbeuren erzählen. Und ich glaube ja, also auch mein Kritikpunkt an der jetzigen Dauerausstellung ist, dass es eben zu wenig Kaufbeuren in Kaufbeuren ist. Und das liefert die Sonderausstellung schon. Und da sind auch ein paar tolle Objekte. Also ich halte das übermalte Bild des Bürgermeisters beispielsweise für ein so sprechendes Objekt, auf das würde ich nicht verzichten in der Dauerausstellung. Ich glaube, man muss nicht nur ans Selbstverständliche ran, was ihr ja auch tut, an die Lagerlandschaft, natürlich an die Medizinverbrechen, natürlich auch, das ist ein wunderbares Objekt, an die vertriebenen, denunzierten, deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürger, den Kommunisten, wo es ja schon einen Film gibt, der dann im Flossenbürg landet. Also nicht nur an das Selbstverständliche, sondern an Selbstverständnis. Da finde ich eigentlich am stärksten, an die Kontinuitäten. Und für Kaufbeuren, das, was an Selbstverständnis rangeht, ist zum Beispiel das Tänzelfest. Deswegen finde ich es auch total klasse, dass das auf dem Plakat drauf war. Das ist eine Kontinuität, die heute diese Stadt weiter dominiert, und das Tänzelfest in den Jahren 33 bis 45 war ein komplett anderes. Und das sieht man auf diesen Bildern. Das geht an Selbstverständnis ran. Auch den Oberbürgermeister. Ein Oberbürgermeister ist eine Kontinuität. Jede Stadt hat einen Bürgermeister, Oberbürgermeister. Und ich glaube, das sind die Fotografien, die ihr gefunden habt, von diesem Begräbnis auch. Von diesem, also es regnet, es ist kreislich, aber alles, man sieht die halbe Stadt, zumindest die Funktionäre der halben Stadt zu dieser Zeit, die an diesem öffentlichen Begräbnis des Oberbürgermeisters teilnehmen. Also es geht um Sichtbarkeiten, es geht um Teilnahmen, das macht das Ganze dann, also holt es raus aus dieser Nische, ja, da sind die dann weggekommen, ja, da war ein Lager, ja, in Irsee war auch das, sondern es holt es wieder zurück ins Selbstverständnis, und zwar auch ins tägliche Selbstverständnis, weil es auch heute einen Oberbürgermeister gibt, weil es auch heute ein Tänzelfest gibt, und es hat in diesen Jahren, es passt genau zu diesem übermalten Bild auch, das kann man mit Objekten hinterlegen. Und was bleibt von einem Juden? Ein Kleiderbügel. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch irre. Also im Grunde kann ich mich auch nur noch anschließen an das, was schon gesagt wurde. Vielleicht noch mal generell zu der Ausstellung gesagt. Also ich finde eigentlich all die Schlaglichter, die gesetzt wurden, würden es verdienen, auch mit in die Dauerausstellung genommen zu werden. Darüber werden wir ja später auch nochmal sprechen. Also natürlich gibt es ein großes Platzproblem, und man wird sich wahrscheinlich nochmal entscheiden müssen. Ich finde aber, wie jetzt gearbeitet wurde, nämlich sehr stark auch von den Objekten her zu erzählen, ganz toll und wirklich auch sozusagen State of the Art in gewisser Weise. So muss man es machen, weil so bekommt man auch die Besucher dazu, dass sie sich also mit nicht nur mit den Objekten, sondern auch mit den dahinterliegenden Geschichten auseinandersetzen. Ich fand tatsächlich auch die Geschichte dieses Fundes des Fotoalbums mit sozusagen diesen Bildern einer Hängung in, ich weiß gar nicht, in Russland von Partisanen, auch recht eindrücklich, weil auf diese Art und Weise eben nochmal deutlich wird, wie ein Teil der Stadtbevölkerung ist gar nicht in Kaufbeuren, sondern führt diesen Vernichtungskrieg im Osten. Und also auf diese Art und Weise wird sowas auch nochmal deutlich, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, mit einem ganz bestimmten Dreh. Das fand ich auch ein tolles Objekt, und natürlich zum Beispiel die zerschlagene Hitlerbüste. Also wenn man sowas findet, eben habe ich vorher schon gesagt, als Ausstellungsmacher, da kann man nur froh drüber sein, weil man auch da natürlich unglaubliche Geschichten dran knüpfen kann. Ja. Ich möchte die Frage noch umdrehen. Nina Lutz hat es ja vorhin schon erwähnt. Wir sind uns der Lücken
bewusst. Es konnte nicht alles ausgestellt werden, es konnte nicht alles in der Form recherchiert werden, dass es ausstellungstauglich aufbereitet werden konnte. Fehlt Ihnen etwas in der Sonderausstellung? Ist Ihnen etwas aufgefallen, ein Thema, wo Sie sagen, na, aber das hätte doch noch dazugehört. Das ist doch in jeder Stadt präsent. Das muss es doch in Kaufbeuren auch geben. Fehlt Ihnen etwas, wo Sie sagen, das will ich auch in der Dauerausstellung. Da müsst ihr nochmal besondere Sorgfalt drauf verwenden, dass das in der Ausstellung adäquat präsentiert wird. Für mich gab es ein Thema, was nur so am Rande gestreift wird und was, denke ich, doch auch gerade heute mit unseren Fragen ganz, ganz wesentlich ist. Das ist, wie funktionierte denn die Zerstörung der Demokratie? Das wird so quasi gesetzt. Die NSDAP kam und dann gab es die Machtergreifung oder die Machtübernahme und dann legte das Ganze los. Und ich glaube, alle die Fragen, die wir jetzt heute in der Gegenwart haben, zeigen ja auch wieder, dass man sich anschauen muss, wie funktioniert eine Demokratie und wie kann man sie und muss man sie verteidigen. Und ich könnte mir vorstellen, auch da gibt es ja hier auch Biografien, an denen man das vielleicht auch festmachen kann. Und der zweite Punkt, der mir ein bisschen gefehlt hat, aber ich mag das gar nicht so sagen, also deswegen sind alle anderen positiven Sachen trotzdem ja da. Es ist ja eine sehr katholische Stadt und ich finde, die Kirche spielt eigentlich keine große Rolle. Hoppla. Das ist das Thema, das Sie vermissen. Ja. Die Rolle der Kirche in dieser Zeit ist zu wenig dargestellt. Ja. Also wir sind nicht nur katholisch, schon, aber es ist korrekt. Ja, aber, gilt für beide Konfessionen. Ja, richtig. Ich meine, es ist eine prägende gesellschaftliche Kraft gewesen, die sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen musste und das kommt mal mit dieser Schwestern, mit der Schule, den Religionslehrern, aber was das dazu, also diese, wie das kompatibel war und wie die Kirchen positiv auf die Volksgemeinschaftsideologie reagiert haben, das könnte noch irgendwie auch angesprochen werden, denke ich. Ja, also ich stimme da schon zu, aber gleich, also und ich will nicht nur loben, aber ich habe das auch in der Podiumsdiskussion schon gesagt und der Alexander Schmidt, der an einem Täterort arbeitet, wenn du an einem KZ arbeitest, dann ist Täterschaft relativ eindeutig klar und es sind meistens, also auch da hat sich der Diskurs in den letzten Jahren sehr verändert und auch der Blick erweitert, aber dann sind es meistens irgendwelche SS-Leute und so weiter und so fort. Es ist so ungleich schwerer, also das in der Kontinuität einer Stadt zu machen, einer Stadtgesellschaft zu machen. Ich erinnere mich an die Diskussionen, die wir am Anfang hatten mit dem Sohn des Oberbürgermeisters, also was der zur Verfügung stellt, was da ist. Weil das in solchen Kommunen, in solchen Gemeinwesen sehr, sehr leicht, also bis in noch bestehende Familien hineingeht. Ich will nicht dagegen plädieren, ganz im Gegenteil. Ich will nur für mich auch vorsichtig formulieren, also und das nötigt mir Respekt ab, wie weit man da kommen kann. Natürlich muss man genau daran. Also, und deswegen habe ich auch den, mir fällt der Name gerade nicht ein, den Prölz, den Kommunisten, der in Flossenbürg dann umkommt, erwähnt. Also natürlich gibt es hier vor 1933 extreme Positionierungen, also auch extreme Kämpfe. Also die Nazis fallen nicht vom Himmel. Und dann werden Leute verräumt, entsorgt, deportiert, aus dem Stadtbild verschwindend gemacht. Da muss man ran. Aber es ist, und das finde ich so toll, in dieser sehr sublimen Art und Weise, wie dieser Prozess bisher gestaltet worden ist, wie es offensichtlich gelungen ist, auch. Ja, das sind ja Schweigekartell. Kartell ist so ein komischer Begriff, den hat wir anders mal vor 15 Jahren gesetzt. Aber die zu knacken, die aufzubrechen, an diese Geschichten ranzukommen. Auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht kommt es noch. Ich bin privat ja sehr regelmäßig in Kaufbeuren. Ich habe das auch gezeigt, also dass dieses Thema nicht nur hinter den dicken Museumsmauern, Sie haben es formuliert, stattfindet und partizipativ nicht nur mit Partnern in Schulen, in der Bundeswehr, in Gemeinschaftshäusern, sondern dann auch wieder in den öffentlichen Raum mit euren Tafeln, Plakaten, Zitaten zurückgetragen wird. Also das geht ja noch mal viel offensiver in den Raum rein. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Das kenne ich tatsächlich so in dieser Konsequenz von sehr wenigen Orten. Ich würde gerne anknüpfen an was ich auf jeden Fall
behalten würde. Das ist dieses kleine Tagebuch der Schülerin, die so ein bisschen reflektiert diese Ereignisse, wie steht sie dazu, ganz ambivalent auch sehr schön zeigt, dass sie mal irgendwie wirklich große Skepsis hat, aber dann sich doch ein Stück mitreißen lässt von dem Ganzen. Und da möchte ich anschließen, was vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist die Frage, was ist dann nach 45 damit passiert? Also wie haben sich die Kaufbeuer dazu gestellt? Was ist mit dem Besitz des jüdischen Ladenbesitzers? Wer hat ihn dann? Wird da was entschädigt? Also so Fragen zumindest anzureißen, ohne dass man jetzt dann noch einen riesen Fass daraus machen muss. Aber ich glaube, das ist eine ganz große Stärke der Ausstellung, dass sie eben nicht jetzt so eindeutige Positionen da in den Raum stellt, sondern dass man so eine Ambivalenz einer jungen Frau zu dieser Zeit auch mal zulässt und zeigt. Das fand ich sehr gut. Ja, ich möchte gleich da anknüpfen, Alexander, weil mir fällt jetzt keine Ausstellung ein, aber vielleicht wissen das die anderen hier auf dem Podium, die genau auch das zum Thema macht. Das heißt, ich fände es sehr schön, wenn man das in Kaufbeuren weitertreiben kann und tatsächlich auch nochmal thematisiert, wie war denn eigentlich der Umgang nach 45 damit? Weil das meinte ich vorhin auch, ich weiß nicht, ob ich das Wort Resonanzraum benutzt habe. Also ich kenne ja viele, die hier im Publikum sitzen. Und diese Stadt ist ein wunderbarer Resonanzraum für das gesamte Projekt Stadtmuseum gewesen. Aber diese Stadt war überhaupt kein Resonanzraum für das NS-Thema. Vielleicht war ich da auch nicht mutig genug, aber wie gesagt, es war ein großes Projekt und da ist das eine Facette von vielen und es ist klar, also nachdem dieser Sammlungsaufruf jetzt gestartet wurde, ist auch klar, wie viel Arbeit das macht. Ne? Also man muss auch immer gucken, was schafft man eigentlich bei so einem großen Projekt. Das soll jetzt keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung sein. Aber um wieder auf das Thema zu kommen, ich habe Kaufbeuren nicht wirklich als einen Resonanzraum wahrgenommen. Da gibt es einzelne Akteure, von denen kommt viel Resonanz. Aber eben nicht insgesamt von der Stadtgesellschaft, sondern bei den wenigen Interviews, die wir als Team versucht haben zu führen, da war es immer so ein bisschen verschämtes, ja, mein Name darf aber nicht genannt werden und ich darf gar nicht damit in Zusammenhang. Also ganz typische Verhaltensweisen in einer Stadt, in der man sich kennt. Ich kannte auch das Porträt vom Bürgermeister, auch wo es hing, ja, also nicht einsehbar für Gäste in diesem Haus. Und ich kann mich noch an ein Ereignis erinnern, also wir haben ja versucht, das zu thematisieren, was für Kaufbeuren relativ gut aufgearbeitet ist, nämlich das Thema Euthanasie. Und natürlich kommt dann Valentin Faltelhauser, automatisch rückt er in den Fokus und die Enkelin, wenn ich es jetzt richtig erinnere, von Herrn Faltelhauser, hatte dem Freundeskreis Geld vererbt und ihre Wohnung vererbt und alles Mögliche. Also das heißt, der Freundeskreis hat wirklich, ich wusste das im Vorfeld auch nicht, hat über 100.000 Euro, wenn ich es jetzt richtig erinnere, damals von Frau Faltelhauser bekommen. Ich habe sie leider nie kennengelernt. Ich hätte mich gerne mit ihr unterhalten, was sie auch motiviert, das zu tun. So, und am Tag der Eröffnung, wir haben ja so eine Spendertafel auch, ja, da steht Frau Faltelhauser prominent natürlich im Foyer, auch der Name kam so ein Halbsatz an mein Ohr, ja, aber dann kann man doch nicht das Thema Faltelhauser im Museum so thematisieren, als hätte das eine mit dem anderen etwas zu tun. Und das meine ich mit Resonanzraum. Also wenn es Kaufbeuren schafft, sich mit diesen Themen in einer Offenheit und Ernsthaftigkeit weiter auseinanderzusetzen, für die ich auch nicht die Kraft hatte damals, dann finde ich das wunderbar. Und das würde ich mir wünschen, dass das in die Ausstellung kommt. Vielleicht einen Gedanken noch dazu. Ich denke, ich würde anknüpfen gerne auch an das, was Sie gesagt haben, Frau Pellinger, mit diesem, dass es offen bleibt und dass es die Gegenwart Fragen aufgreift. Ich glaube, wir reden immer von, wie kommt das in die Dauerausstellung? Und wir sollten, oder ich fände es schön, wenn klar wird, das ist kein abgeschlossener Abschnitt dieser Geschichte, sondern es beschäftigt uns alle noch heute. Und das, finde ich, muss ganz, ganz deutlich werden. Und dann ist es auch nicht eine sakrosankte Interpretation dieser Zeit, sondern dann bleiben verschiedene Themen nebeneinander auch stehen. Ambivalenzen werden. Jetzt stehen wir natürlich vor der nicht ganz einfachen Aufgabe,
unser Museum eventuell umzugestalten, zumindest in Teilen. Unser Dilemma, die Abteilung 20. Jahrhundert, umfasst gerade mal 40 Quadratmeter. Der Nationalsozialismus teilt sich in zwei Streifen noch den ganzen Rest mit dem 20. Jahrhundert auf diesen 40 Quadratmetern. Das wird natürlich eine spannende Aufgabe. Wo setzen wir an? Was tun wir? Wir können uns ja nicht einfach beliebig vergrößern. Diese Abteilung ist deutlich kleiner gestaltet als zum Beispiel die vorausgehende Abteilung der Reichsstadtzeit. In welche Richtung sollen wir denken? Das ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe, die uns umtreibt. Kennen Sie denn aus anderen Museen, kennen Sie aus Ihrer eigenen oder anderen Erfahrung Lösungsansätze von Museumsmachern, die auch vor diesem Dilemma stehen? Zu viele Objekte, zu wenig Platz. Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Problem haben alle Ausstellungsmacher. Also, oder häufig zumindest. Man muss sich immer entscheiden. Und das sind auch manchmal schwierige Prozesse, manchmal auch schmerzhafte Prozesse. Ich muss zugeben, dass ich, also jetzt aus meiner persönlichen Praxis, kann ich nicht jetzt davon berichten, dass ich mich mal auf so engen Raum beschränken musste, weil also viele meiner Projekte eher tatsächlich größere Dauerausstellungsprojekte waren mit viel Platz letztlich. Mir scheint eben auch, also aus meiner eigenen Beschäftigung im Rahmen des Gutachtens, also mit den Räumlichkeiten, mit dem Thema, ist durchaus gerechtfertigt, dass man sagt, man gibt sowas wie eine Abteilung 20. Jahrhundert auf, weil das sowieso nicht leistbar ist, wie man ja auch schon gut gesehen hat auf dieser kleinen Fläche, sondern dass man also zum Beispiel sagt, man macht zumindest also eine Konzentration auf die NS-Zeit. Mit natürlich, also ein bisschen Vorgeschichte muss immer sein. Eine gewisse Nachgeschichte ist auch unglaublich wichtig zum Verstehen, was danach gekommen ist. Das fände ich zumindest schon mal wichtig. Das fände ich auch mehr als gerechtfertigt, weil auch sonst wird ja in dem Haus eigentlich so gearbeitet, dass es also irgendwie so Erzählpakete gibt. Was das natürlich jetzt für die einzelnen Schwerpunkte heißt, da wage ich mich jetzt gar nicht so weit vor. Da gebe ich vielleicht an die Kollegen mal weiter. Ja, also bin da sicher jetzt nicht der ideale Ratgeber. Wir haben ja auch ein Stadtmuseum in Nürnberg und da ist ein ähnliches Phänomen, dass die NS-Zeit doch relativ kurz kommt. Da ist auch die Begründung offensichtlich, es gibt ja das Dokuzentrum, wobei da fällt einiges dann durch den Raster, weil wir sind als überregionales Haus natürlich nicht diejenigen, die die Nürnberger Geschichte im Nationalsozialismus erzählen, sondern wir erzählen die Geschichte der Reichsparteitage. Ein eklatantes Beispiel, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus fällt da durchs Erste. Der kommt in kaum einem Museum vor, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Die hatten, und deswegen komme ich jetzt auf das Stadtmuseum zu sprechen, jetzt eine neue Idee. Es wäre gut, wenn die Besucher mal in einer halben Stunde eine Übersicht zur gesamten Stadtgeschichte haben könnte. Haben eine neue Ausstellungseinheit geschaffen, Krone macht Geschichte heißt die, und haben in der Art einer alten Kunstkammer sehr viele Objekte, also den Raum wirklich vollgestellt, wie man es vielleicht im Museum normal nicht machen würde, und haben die Informationen dann in einen Medienguide verlagert, also haben zu jedem Objekt konnte man sich dann eine Geschichte anhören. Da kriegt man ziemlich viele Objekte auf ziemlich wenig Raum unter, wobei ich Ihnen schon also auch raten würde, überlegen Sie mal, ob Sie nicht doch mehr als 40 Quadratmeter für das Thema herausschälen. 20. Jahrhundert ist sicher ein richtiges Stichwort. Also Sie werden
dazu das nicht auch noch schaffen, also 1968 in Kaufbeuren, keine Ahnung, was da passiert ist, vielleicht war es auch spannend, ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es ist tatsächlich eine Konzentration auf die NS-Zeit und warum es sie gab und was mit ihr dann geschah, mit diesem ganzen Erbe, das man da vorfand. Das fände ich eine gute Schwerpunktsetzung und vielleicht mit etwas mehr Platz und wirklich einer anderen Gestaltung, weil die jetzige Gestaltung, finde ich, kastelt das auch ein Stück weit ab, versucht auch Distanz zu schaffen, was man sehr gut verstehen kann, wenn man so eine große Nazi-Fahne vom Fliegerhorst da hat, dann will man die vielleicht nicht auf ein rotes Kissen legen und das ist dann ein ganz richtiger Umgang damit, aber ein bisschen öffnen, ja, es nicht so dunkel halten, also wenn ich da reinkomme und es ist alles, es ist die dunkle Zeit, dann passt das für mich eigentlich nicht mehr und vielleicht sind das Lösungen, aber ich will wirklich nicht Ihr wunderbares Stadtmuseum da jetzt irgendwie von außen durcheinander rühren, weil es ist ja sehr viel Schönes da drin. Vielen Dank. Also wir sind ja nicht nur da, um permanent gelobt zu werden, sondern wir wollen ja heute Abend etwas dazulernen. Astrid. Ja, vielleicht ganz kurz zum Dunklen. Also das ist ja hinten ein gefangener Raum und die Überlegung war, was macht man eigentlich mit so einem gefangenen Raum, wenn die Besucherinnen und Besucher schon einige hundert Quadratmeter hinter sich haben und es ist auch sehr viel NS-Zeit, also haben wir versucht in Medienstationen, wie gut oder schlecht die auch immer sind, das haben wir 2016 schon diskutiert, das brauchen wir jetzt nicht wiederholen, haben versucht da reinzupacken. Also das nur kurz zum Thema Gestaltung. Ich würde gerne einen Begriff aufgreifen, den Frau Schönhagen vorhin gesagt hat, nichts ist sakrosankt. Also Museum lebt ja davon, dass die Konzepte, auch wenn Museum letztlich bei den Dauerausstellungen, bei den Schausammlungen ja eine relativ träge Einrichtung notgedrungen ist, weil es immer finanzierbar bleiben muss, ist das Konzept, wie es jetzt ist, ja überhaupt nicht sakrosankt. Das heißt, ich würde einfach auch nachdenken, welches von den Sonderthemen, sage ich jetzt mal, von den Sondersammlungen im Haus, auf welche könnte man denn verzichten? Weil das ist ja eine Abwägung von Prioritäten. Welches Thema ist Ihnen als Stadtgesellschaft und dem Team vom Stadtmuseum und der Stadt so wichtig, nämlich dass der NS-Zeit, dass dafür andere Themen einfach ins Depot wandern. Auch das wäre eine Lösung. Und ich meine, jetzt vielleicht einfach auch mal strategisch gedacht, das Konzept ist ja ein Stück weit auch so entstanden, wir reden ja über ein Projekt, das damals 7,4 Millionen gekostet hat, das eine Gegenfinanzierung brauchte und das Stadtmuseum Kaufbeuren könnte ein Stadtmuseum unter vielen sein. Dafür bekommt man aber keine Zuschüsse. So, das heißt, es gelang eigentlich nur, dieses Projekt finanziell zu stemmen, nicht nur dank dieser Wahnsinnssumme von 600.000 Euro, die der Freundeskreis beigesteuert hat und mühsam zusammengesammelt hat mit viel Engagement, sondern es gelang auch, das zu stemmen, weil das Projekt Zuschüsse bekommen hat. In der Förderlogik ist aber angelegt, dass so ein Projekt nur dann Zuschüsse bekommt, wenn dieses Stadtmuseum, in dessen Name ein lokaler Fokus drinsteckt oder vielleicht gerade noch ein bisschen über den Stadtrand hinausguckend, wenn das von überregionaler Bedeutung ist. Und diese überregionale Bedeutung ist dem Stadtmuseum damals von den Zuwendungsgebern attestiert worden, weil es die Kruzifixsammlung hat, die Ausstellung Volkskunst im Allgäu von 1901. So, ich will jetzt gar nicht weitermachen, alle kennen die Sondersammlung. Und ich glaube, also wenn man jetzt mal nach der Förderlogik denkt, 2013 ist das Museum eröffnet worden, da gibt es eine Bindung von 10 Jahren. Das heißt, das Jahr 2023 rückt in die Nähe. Insofern ist das auch förderunschädlich, sich heute schon Gedanken zu machen, was will man eigentlich vielleicht verändern, welche Sondersammlungen, von welchen verabschiedet man sich im Sinne von, die packen wir jetzt mal ins Depot und holen sie unter neuen Gesichtspunkten auch wieder raus. So, jetzt spreche ich mal ein bisschen deutlicher aus der Rolle eines Provinzintellektuellen, wie mich die Mittelbayerische eingeführt hat, Sie haben es schon zitiert. Erst noch mal ein letztes Lob. Also ich wohne in Weiden in der Oberpfalz und ich wäre froh, wenn es, also es ist eine vergleichbare Größe wie Kaufbeuren und ich wäre sehr froh, wenn es da ein nur im Ansatz vergleichbares Stadtmuseum gäbe. Ich hoffe, der neue Tag, unsere Lokalzeitung hört das nicht, weil sonst kriegt daheim wieder Ärger. Alles online. Und
Das, was Astrid Pellinger beschreibt, ist natürlich, also du verteidigst dich, das musst du, glaube ich, gar nicht, denn die Verhältnisse, die Förderpraktiken, die Erwartungshaltungen auch von den Geldgebern, auch von den bayerischen Geldgebern, das geht ja über Schwaben hinaus, hatten das nicht auf der Agenda. Als du in deiner Rolle dann in der Landesstelle warst, hast du das ja sehr aktiv betrieben, weil du hier auch die Dresche gekriegt hast. Und ich finde zu Recht für den NS-Teil. Zu Recht, der NS-Teil fällt deswegen so ab, weil der Rest so großartig ist. Also das ist ein großartiges Museum. Also, und es mehr ist als ein Stadtmuseum. Und deswegen sind diese 40 Quadratmeter allein mit dem Thema der NS-Medizinverbrechen. Also wir brauchen gar nicht drüber reden. Diese Abteilung muss neu gemacht werden. Sie muss ganz anders gemacht werden. Und die 40 Quadratmeter reichen nicht. So, wie das gehen kann, weiß ich nicht. Ich will über 2 oder 3 Vorschläge zumindest machen. Das eine ist natürlich, wäre ein Versuch wert, die Kruzifixe, die Kreuzsammlung, die Kaufbeurer Literaten, aber auch quasi die Gründungssammlung des Stadtmuseums. Warum macht man nicht eine Intervention und macht eine Intervention, die quasi ideologiegeschichtlich durch die anderen Abteilungen geht? Und für einen, also man macht eine temporäre Ausstellung, die das Thema der NS-Ideologie, der Vorbereitung, der Nachwirkungen durch die anderen Abteilungen zieht, ohne die anderen Abteilungen wegzuräumen oder kleiner zu machen. So. Selbstverständlich ist das 20. Jahrhundert, deswegen reden wir ja von der Vor- und der Nachgeschichte viel mehr als die 12 Jahre NS, aber sie sind ohne diese 12 Jahre NS nicht zu denken. Weder vorher, nachher schon gleich überhaupt nicht. Deswegen müsste man überlegen, wie man dieses 20. Jahrhundert, das in Kaufbeuren ja auch mit einem neuen Ortsteil noch zu tun hat, in Neugablonz, und da eine ganz, ganz andere Geschichte nochmal hat. Also von Integration, von Migration, von Zwangsmigration, von Vertreibung. Heute ist Neugablonz was ganz was anderes, als es in den 50er Jahren war. Und nicht, um es zu nivellieren, also nichts Totalitarismus-Theoretisches, sondern um zu überlegen, wie man denn die Stadt Kaufbeuren, die heute viel größere Stadtkaufbeurin als damals, damit hineinpackt. Und das habt ihr ja auch schon getan, deswegen nochmal die Schauburg und andere Orte. Also indem man nicht nur sich fokussiert auf die Ergänzung der NS-Dauerausstellung im Stadtmuseum, sondern indem man überlegt, wie man in einem 5- oder 10-Jahresplan, man muss nicht nur dauernd NS-Wechselausstellungen machen, aber man könnte sich überlegen, ob man nicht ein 5-, maximal 10-Jahresprogramm macht und immer wieder klug überlegt, wie man unterschiedliche Themen, die einem wichtig erscheinen, die auch durch das, wie man mit der Stadtgesellschaft arbeitet, kommt, immer wieder auch spielt. Und somit auch das Museum immer wieder auch nach außen trägt. Also das Museum als Player in der Stadt definiert, so wie ihr das gemacht habt. Also Dinge, die nicht nur dort stattfinden. Das wären Möglichkeiten. Aber natürlich muss was getan werden, es kostet auch Geld. Vielen Dank. Ich möchte noch einen ganz kurzen Blick auf das Begleitprogramm werfen, in das viel Arbeit gesteckt worden ist, in das viel Ideen geflossen sind, aus dem heraus auch ein Netzwerk eben entstanden ist. Da fragen wir uns natürlich, mit welchen Formaten eines Begleitprogrammes gehen wir künftig nach draußen? Gibt es Formate, die erfolgreicher sind als andere, gerade bei diesem Thema? Gibt es Formate, mit denen wir bestimmte Zielgruppen besser erreichen können? Gibt es Formate, die besser zum Museum passen als andere? Können Sie da aus Ihrer Praxis berichten, in welche Richtung könnten wir da denken? In welche Richtung könnten wir weiterarbeiten? Was könnten wir fortführen, was wir im bisherigen Begleitprogramm schon begonnen haben? Also ich habe jetzt kein Patentrezept, aber ich habe einen Wunsch, weil auch Kaufbeuren ist eine diverse Stadt. Ich weiß gar nicht mehr wann, mit Unterstützung des Freundeskreises haben wir mit 2 5. Klassen aus Neugablonz zusammengearbeitet und haben damals festgestellt, dass der sogenannte Migrationshintergrund bei diesen beiden 5. Klassen, sag mir kurz, wie heißt die Schule? Ja, danke. In der Gustav-Leutl-Schule bei 95% lag. Was immer das jetzt heißt, ne? Das ist ein komischer statistischer Begriff, aber der sagt, es ist eine bestimmte Größenordnung. Und im Diskurs über das Stadtmuseum
und auch in der Beteiligung am Stadtmuseum bildet sich diese Diversität der Kaufbeurer Stadtgesellschaft nicht ab. Mir wird das jetzt noch mal deutlicher, weil ich jetzt in einer Stadt lebe, nämlich in Stuttgart, in der das tagtäglich, sobald ich aus dem Haus gehe, augenfällig wird. Ja? Und in Kaufbeuren existiert diese Diversität auch, aber es ist ein ganz mühsames Unterfangen. Das Stadtmuseum hat das immer wieder punktuell versucht, das auch reinzuholen. So. Und dann reden wir noch mal über eine ganz andere Diskussion. Das ist ja kein Diskurs von Kaufbeurern, die vor 75 Jahren gelebt haben oder sich danach intensiv um das Thema gekümmert haben, sondern es ist ein Diskurs, bei dem man eigentlich, also bei dem ich mir wünschen würde, dass man ganz viele beteiligt und damit auch sehr viele Perspektiven bekommt. Ich habe aber kein Patentrezept, wie es gehen soll. Es ist ein Wunsch. Also auch das ist eine Geschichte, die wir zwei miteinander haben und die jetzt gut zu Corona passt. Und so wie wir heute hier zusammensitzen, du warst ja eine, die als Landesstelle für nichtstaatliche Museen das Thema Digitalisierung sehr früh vorangegangen bist, hast auch ein Pilotprojekt initiiert, digitale Strategien im Museum. Wir waren eine von 5 bayerischen Einrichtungen, die da mitmachen durften als Gedenkstätte Flossenbürg. Wir haben da viel gelernt. Aber man merkt nicht nur die Chancen, sondern man merkt auch die Grenzen von Digitalisierung. Das heißt, das hat jetzt noch niemand erwähnt, das ist ein bisschen Vorwärtsverteidigung von mir, dass ich glaube, dass man digitale Dinge schon weiter ausprobieren kann und muss. Sie werden gleich merken, in welche Richtung ich will, dass man aber auch sehr gut mit den Pfunden, die man hat als Stadt, und das ist das, wo ich raus will, und Stadt ist Raum, Stadt ist Topografie, Stadt ist was Haptisches, Stadt ist was Soziales, Stadt ist auch eben Neugablons, also was in Kaufbeuren von den alten Kaufbeuren, das sind immer die da draußen, dann freuen wir uns die Flüchtlinge und jetzt sind es die anderen, dass man, glaube ich, gut verschneiden müsste. Und das heißt nicht, dass man überall QR-Codes drauf macht, wo was war, sondern dass man gut überlegen müsste, wie man mit Stadt als topografischem Raum, als Wahrnehmungsraum, als kulturellen Raum, als sozialen Raum arbeitet und dann da überlegt, was das denn auch digital sein kann, was das als Social-Media-Projekt sein kann, wie man darüber kommuniziert. Also darüber müsste man sich noch ein paar Gedanken machen. Und ich glaube, Digitalisierung kann eine Chance sein, das wollte ich sagen, aber man muss es klug durchdenken und nicht auf diesen, was jetzt überall, es gibt jetzt wahnsinnig viele Digitalisierungsgelder, für wirklich Schmarrn. Also ich krieg jeden zweiten Tag werden mir irgendwelche Digitalisierungsgelder angeboten. Ich sage, nein, das wollen wir gar nicht haben. Also ich will eine Fährte legen und gleichzeitig so ein bisschen Kritik in die Fährte einbauen. Und nehmen Sie Ihre Stadt ernst. Vielen Dank. Ja, ich würde gern die Runde hier auf dem Podium um 2 weitere Personen erweitern, die auch schon erwähnt worden sind. Professor Dr. Michael von Kranach war 26 Jahre leitender ärztlicher Direktor im Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren und hat Wesentliches zur Aufarbeitung der Psychiatrien der Zeit des Nationalsozialismus geleistet. 1999 erstellte er die Ausstellung In Memoriam zum Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie, die erstmals in Hamburg zu sehen war und auch bei uns in Kaufbeuren gezeigt worden ist. Neben seiner medizinischen Tätigkeit engagiert er sich konzeptionell für das Münchner NS-Dokumentationszentrum und regte eben auch 2014 bereits eine öffentliche Diskussion über die Darstellung des Nationalsozialismus im Kaufbeurer Stadtmuseum an. Herzlich willkommen bei uns auf dem Podium, Herr Dr. von Kranach. Zu seinem 70. Geburtstag wünschte er sich noch ein paar Mitglieder für den Freundeskreis des Stadtmuseums, um den Mitgliederstand auf die Zahl 400 zu heben. Diesen Wunsch hat er sich mittlerweile spielend erfüllt. Dr. Rainer Jehl war 1984 bis 2009 Direktor der Schwabenakademie im Kloster Irsee und seit 2012 ist er erster Vorsitzender des Freundeskreises und begleitet als solcher Schicksal und Handeln unseres Hauses gleichsam kritisch wie wohlwollend. Neben dem Freundeskreis nimmt Dr. Rainer Jehl bis heute zahlreiche Lehrtätigkeiten wahr und engagiert sich sozial, historisch und kulturell in Kaufbeurer und gesamtschwäbischen Vereinen. Auch Ihnen,
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Jehl. Jetzt sitzen hier oben auf dem Podium, mich ausgenommen, lauter Experten. Lauter Menschen, die mit der Geschichte und der Ideologie des Nationalsozialismus hauptberuflich zu tun haben und Experten auf diesem Gebiet sind. Ich möchte den Blick ein wenig nach draußen richten. Was könnten sich denn die Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer, Menschen wie ich, die durchschnittlich interessiert an diesem Thema sind, was könnten die sich wünschen im Hinblick auf die Vermittlung und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in unserer Stadt? Können Sie sich da etwas vorstellen, in welche Richtung könnte die Stadtgesellschaft, die Bürgerschaft denken? Was erwarten Sie nicht nur vielleicht vom Stadtmuseum als städtische Einrichtung, sondern auch von der Stadtverwaltung, von der Stadtgesellschaft selbst? Ja, gerne, Herr Dr. von Kahn. Also ich hätte einen ganz konkreten Wunsch bezüglich der Euthanasie-Morde, die ja hier passiert sind. Man muss ja in Erinnerung bringen, ich möchte das kurz begründen, man muss ja in Erinnerung bringen, dass Kaufbeuren, also die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren, ja eine überregionale Bedeutung hat in der Geschichte. Ja, weil sie war, wie in den Nürnberger Ärzteprozessen festgestellt wurde, gehörte sie zu den wenigen wirklich führenden und Hauptverantwortlichen für das Euthanasiegeschehen. Hier sind ja 2400 Patienten deportiert und ermordet worden. Ja. Und nicht nur wie in vielen anderen Kliniken sind Patienten deportiert worden, sondern hat sie verhungern lassen. Der Direktor Dr. Faltelhaser war der sozusagen Erfinder der Hungerkost, die dann reichsweit zur Anwendung kam. Es gab eine Kinderfachabteilung, eine Sonderabteilung für Zwangsarbeiter, die ermordet wurden. Es gab es wurden Menschenversuche an Kindern und Jugendlichen gemacht, die auch zum Tode führten, was alles Faltelhaser erlaubt hatte. Nach dem Krieg hatte auch Kaufbeuren eine Sonderrolle. Der erste Leiter war ein Arzt aus Egelfing-Haar, der Münchner Anstalt, der an den Euthanasiemaßnahmen in Haar beteiligt war. Der langjährige Nachfolger bis 1972 war, wie sich spät erst herausstellte, ein Assistent von Faltelhauser, der die genealogische Abteilung, die erbbiologische Abteilung geleitet hat in der Zeit. Also eine schlimme, lange Geschichte, die überregionale Bedeutung hat. Aber Kaufbeuren hat auch viel Erfahrung in der Auseinandersetzung damit. Es fing an Ende der 70er Jahre mit Ernst Mahlers Untersuchungen. Es war das erste Buch, das überhaupt über eine konkrete Heil- und Pflegeanstalt erschienen ist in der Bundesrepublik damals. In den 80er Jahren haben wir auch im Krankenhaus angefangen zu recherchieren und haben versucht, die Gedenkkultur zu fördern. Wir haben ein Mahnmal errichtet, nicht das Krankenhaus hat das, das haben wir, die Mitarbeiter, finanziert, gestaltet. Es hat dann mit Hilfe von, mach ganz schnell, von Herrn Simnacher ist in Irsee ein Mahnmal entstanden. Dann hat Andreas Jehl diese eindrucksvolle Prosektur eingerichtet. Es gibt eine lange Kultur hier der Auseinandersetzung auch mit diesen Themen. Und durch zwei Dinge ist das jetzt irgendwo aktuell geworden, dass eigentlich was geschehen muss. Das eine war, dass bei meiner Verabschiedung im Jahr 2006 mir der damalige Bezirkstagspräsident als Abschiedsgeschenk die Errichtung eines Gedenkortes oder Gedenkstätte im Bezirkskrankenhaus sozusagen als Präsent geschenkt hat. Aus diesem Geschenk ist nie mehr was geworden. Dann gab es diese unglückselige oder unglückliche Auseinandersetzung, wie ich finde, um die Prosektur in Irsee, die wirklich sehr viel, die leider, wie ich finde, obwohl das Thema wichtig wäre, diskutiert zu sein, aber nie richtig diskutiert wurde. Das alles hat mich veranlasst, Anfang des Jahres dem jetzigen Bezirkstagspräsident einen Brief zu schreiben. Ich war noch beflügelt auch von der Erfahrung des Stadtmuseums, ja, mit welcher Intensität das Stadtmuseum es geschafft hat,
die Kaufbeurer Gesellschaft einzubeziehen in die Gestaltung des Stadtmuseums. Und ich habe ihm vorgeschlagen, ob man nicht, ja, da dieses Thema so wichtig ist und sicher in den 40 Quadratmetern nicht unterbringen kann, ob man nicht parallel dazu, sogar gemeinsam mit dem Stadtmuseum, in den Räumen des Bezirkskrankenhauses auch einen Gedenkort, einen etwas ausführlichen Gedenkort für diese Thematik macht. Auf diesen Brief habe ich nie eine Antwort bekommen. Aber vor kurzem stand in der Zeitung, dass jetzt tatsächlich in Irsee ein Gedenkort entsteht. Ein Expertengremium, von dem ich nicht weiß, wer das war, begleitet das wohl. Und dort soll ein Gedenkort für die Heil- und Pflegeanstalt Irsee, glaube ich, so stand in der Zeitung, die es ja eigentlich gar nicht gegeben hat, weil das war die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Also ich glaube, dass Ihr Bemühen im Stadtmuseum wäre vielleicht Anlass, ja, den Bezirk dazu zu bringen, nachzudenken, ob man nicht parallel oder gemeinsam, ja, irgendwo einen würdigen Gedenkort einfach hier in dieser Stadt schafft. Vielen Dank. Darf ich vielleicht einen ganz kurzen Schwenk zu Ihnen herüber machen, Herr Dr. Skribelet? Sie haben für die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen, glaube ich, ein Konzept entwickelt, wo es ja, soweit ich weiß, auch eine Gemengelage aus möglichen Trägerschaften gibt, wo man auch über den Bezirk sprechen muss, wo sich auch die Stadt in irgendeiner Form einbringt. Ist denn dort schon geklärt, in welcher Form das unter Umständen auf die Beine gestellt wird? Könnten Sie das kurz schildern, wie der Stand dort ist? Weil das ist ja im Grunde eine vergleichbare Situation. Ja, Sie haben recht und ich bin auch wahnsinnig froh und dankbar, dass Michael von Granach das so direkt anspricht. Ich habe zusammen mit einem Kollegen, der lange in Pirna auf dem Sonnenstein gearbeitet hat, also in einer der großen deutschen Euthanasieanstalten, in einem einjährigen Prozess, der extrem komplex war, ein Gutachten im Auftrag der Stadt Erlangen, des Bezirkes Mittelfranken und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen geschrieben. Strukturell ist es ähnlich. Und ich glaube, und ich habe immer auch positiv auf Irsee verwiesen, und zwar auf Irsee, zur Zeit, als Herr Jehl noch da war, auf Irsee in den 80er Jahren. Und Irsee und der Bezirk Schwaben waren damals also herausragend bayernweit die sich am meisten dafür schon engagiert haben. Es geht weiter zurück, also in die 70er schon. Ihr kennt die Geschichte besser, müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Ich finde es, sage ich auch hier öffentlich, ich finde es extrem traurig, was sich in der Diskussion um die Prosektur auch verhärtet hat. Also dass das, was vorher konstruktiv, offen und breit diskutiert worden ist, dann auch irgendwie hat, nicht die Echokammern, wir haben von Resonanzräumen gesprochen, in sich zunehmend verengende Resonanzräume gekippt hat. Und das finde ich tatsächlich schwierig, ohne dass ich mich jetzt in diesen komplexen Prozess weiter einmischen will. Ich glaube, da braucht es fast eine Mediation, um Akteure wieder zusammenzubringen. Gleichwohl ist es aber, natürlich haben wir für Erlangen was reingeschrieben, was Michael von Granach jetzt auch als Wunsch, als Forderung hier, und da gehört es auch hin, artikuliert hat. Selbstverständlich ist die Stadt Erlangen, genauso wie die Stadt Kaufbeuren, zum Thema NS-Medizinverbrechen in einer ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt auf ihrem Terrain mit zuständig. Thematisch mit zuständig, auch organisatorisch mit zuständig. Wir schreiben für Erlangen ein Trägermodell aus unterschiedlichen Akteuren vor. Gut, da gibt es eine große Uniklinik, da gibt es eine große Universität. Das hat in der Form Kaufbeuren nicht. Der Bezirk kommt aus der Nummer überhaupt nicht raus. Und die Stadt sollte das natürlich auch zu ihrem Thema machen, weil es auch ein städtisches Thema ist. Aber ich sage bewusst auch, das habe ich am Anfang ja in meinem ersten Statement auch versucht, nur anzudeuten. Es gab, so wie du das beschreibst, wie Herr Jehl es gleich noch beschreiben wird, extrem engagierte Akteure seit den 70er Jahren. Herausragend, frühzeitig, bundesweit anerkannt. Aber es hat für, und die Stadt Kaufbeuren hat sich aber auch ein bisschen immer auf eurem Engagement
ausruhen können, beziehungsweise musste die anderen Themen nicht so aktiv bespielen, denn das Thema NS-Krankenmorde, Euthanasie, Medizinverbrechen in Kaufbeuren-Irsee ist ja gut gecovert gewesen, sage ich jetzt mal so. Und wie ich den Prozess Stadtmuseum, Neueröffnung und Kritik daran jetzt sehe, ist eine nachholende Entwicklung in der Verbreiterung von Themen, die ich auf keinen Fall aufgeben wollte, adressiert an die Stadt, adressiert an euch. Aber mit der Kompetenz, die hier vorhanden ist, also auch in den Personen, die hier sitzen, und mit der Sympathie eines zugewandten Oberbürgermeisters, der, glaube ich, soweit ich informiert bin, auch im Bezirkstag sitzt oder zumindest Einfluss hat, sollte man nochmal einen neuen Versuch machen, und zwar einen nachhaltigen Versuch, wie man das Thema NS-Krankenmorde in Kaufbeuren-Irsee neu angeht. Vielen Dank. Dr. Jehl, die Stimme des Freundeskreises. Ich möchte auf die Frage da auch noch mal eingehen. Ich habe mir da auch schon im Vorfeld drei Punkte notiert. Also zunächst einmal vorneweg, als ich vor 8 Jahren das Amt als Leiter des Freundeskreises oder Vorsitzender des Freundeskreises übernommen habe, da habe ich damals, gab es einen kleinen Empfang im Rathaus, und da habe ich damals gesagt, es liegt mir daran, dass das Museum nicht nur einfach ein musealer Ort ist in der Stadt, sondern dass es ein gesellschaftspolitischer Brennpunkt in der Stadt ist. Und rückblickend auf diese letzten 8 Jahre muss ich schon sagen, dass sich das gezeigt hat, dass das realisiert worden ist. Auch Frau Weber ist da sehr aktiv. Und dass das sich jetzt gerade an diesem Thema Nationalsozialismus aufgebrannt hat, sozusagen, war natürlich eine schöne und interessante Sache. Und das nicht nur wegen der Fördermittel, sondern auch wegen der Dringlichkeit, die dieses Thema in der Kaufbeurer Gesellschaft doch in Wirklichkeit hat. Nicht? Das hat ja jetzt diese Ausstellung eigentlich ganz gut gezeigt, dass also dieser gesellschaftliche Ansatz tatsächlich gut ist. Und wenn wir als Freundeskreis da ein bisschen was dazu anstoßen konnten, bisschen Geld, bisschen Betreuung oder Begleitung, dann ist das, finde ich, sehr positiv. Und da möchte ich der Frau Weber auch sehr danken, dass sie diese Dinge aufgegriffen hat und in einer unglaublichen, für mich wirklich faszinierenden Weise umgesetzt hat und realisiert hat. Das ist wirklich toll. Ja, geben Sie sich ruhig. Dann sind es eigentlich drei Dinge. Erstens, ich spreche ja jetzt nicht für die Kaufbeurer, das kann ich gar nicht. Ich kann aber für den Freundeskreis sprechen, vielleicht auch noch ein bisschen Anregungen aus dem Heimatverein mitnehmen. Und also insofern, und dann spreche ich natürlich auch als Kaufbeurer Bürger. Und es ist natürlich so, dass diese Unterstützung der Stadt, das scheint mir das Erste, muss gewährleistet sein für eine Fortführung der jetzt begonnenen und die Ausstellung, der jetzt begonnenen Ausstellung, also das, was da jetzt begonnen hat, dieser Prozess, der mit dieser Ausstellung verbunden war, das muss unbedingt fortgeführt werden. Und die jetzige Ausstellung, die muss sozusagen als jetzt momentaner Schnitt, sozusagen ein synchroner Schnitt durch diese Diskussion betrachtet werden, die muss dokumentiert werden und die muss jetzt sozusagen bewahrt werden, und das, was da gezeigt worden ist in dieser Sonderausstellung, das ist auch schon mal angesprochen worden heute Nachmittag, das kann jetzt nicht mehr im Depot verschwinden. Das ist undenkbar. Es muss jetzt da nach Möglichkeiten gesucht werden, das jetzt sozusagen, zwar nicht für die Ewigkeit, aber doch jetzt muss das einmal zu Wort kommen, und das darf mit der Sonderausstellung nicht wieder verschwinden. Das muss jetzt
eine Präsenz bekommen, die die zukünftige Fortführung dieses Prozesses, und den wünsche ich mir sehr, mit verschiedensten Diskussionen, werde ich dann bei der zweiten Frage vielleicht nochmal drauf kommen, wo das und wie das gemacht werden kann. Also jedenfalls, das muss weitergehen. Und dafür muss die Stadt natürlich, auch weil das wird Umbauten oder Umformierungen im Stadtmuseum bedeuten. Und natürlich kann man immer sagen, ja, das ist doch erst 2013 geschaffen worden und jetzt wollt ihr schon wieder Geld, um da was Neues zu machen. Aber so ist das Leben, nicht? Und wir haben das ja heute gesehen, dieser Prozess mit dieser Geschichte, der schreitet voran und der muss eben auch finanziell und räumlich und personell muss da die Möglichkeit geschaffen werden, dass dieser Prozess weitergehen kann. Das ist, diese Verantwortung wünsche ich mir von der Stadt. Zweiter Punkt, die Stadt muss, das hat der Dr. von Kranach sehr eindringlich dargestellt, das ist auch ein gemeinsames Anliegen, sehr schön, Herr Skribeleit, dass Sie da auch noch mal nachgestoßen haben. Die Stadt muss auf den Bezirk einwirken, politisch, und muss sich die insgeheim oder sagen wir bisher nicht öffentlichen Aktivitäten, Anfragen des Freundeskreises und des Heimatvereins zu eigen machen, muss sich an die Spitze dieser Forderungen stellen und muss vom Bezirk eine verantwortungsvolle Bearbeitung dieses Themas möglichst schnell hier in Kaufbeuern, denn die Fortführung der Anstalt ist ja hier in Kaufbeuern. Dies ist ja nicht mehr in Irsee, sondern sie ist hier in Kaufbeuren. Da gibt es diese Veranstaltung immer noch und Sie können doch Patienten und Angehörigen, die hier in diese ins Bezirkskrankenhaus nicht sagen, ja, die Geschichte, da müssen Sie aber nach Irsee fahren, wo dann zweimal am Tag ein Bus hinfährt. Nicht? Also das kann nicht sein. Das muss hier an der hauptverantwortlichen Stelle, wo auch der Kopf sozusagen dieser ganzen Euthanasieaktionen saß, dort muss das präsent sein und muss da sein. Und da muss ein politischer Wille kreiert werden, den ich bisher so nicht sehe. Und der muss aus der Mitte und auch aus der Spitze der Stadt Kaufbeuren kommen. Das kann nicht nur ein Anliegen des Freundeskreises oder des Heimatvereins sein. Da muss ein politischer Wille entwickelt werden, damit diese Verantwortung auch hier in Kaufbeuren wirklich wahrgenommen wird. Das kann die Stadt Kaufbeuren nicht allein, denn das Bezirkskrankenhaus ist eine überregionale Einrichtung. Deshalb muss darauf hingewirkt werden, dass der Bezirk mit ins Boot, und zwar verantwortlich mit ins Boot genommen wird. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und als Drittes möchte ich für die heutige, also wie das weitergehen soll, möchte ich mir wünschen, dass eine konsequente Verfolgung von Möglichkeiten wahrgenommen wird, Räumlichkeit. Wir sehen da das jetzt schon, es herrscht Raumnot. Das Museum hört eigentlich 1945 auf. Was ist eigentlich mit den letzten 75 Jahren? Nicht? Also die Stadt Kaufbeuern muss für diese Einrichtung eine konsequente Raumplanung ins Auge fassen, dass Möglichkeiten, und da ist nun schon einmal eine Chance vergeben worden, Herr Bosse, dass Möglichkeiten, die sich im Umfeld des Stadtmuseums auftun, zusätzlichen Raum zu gewinnen, dass man das konsequent wenigstens nicht einfach abtut oder halt nicht wahrnimmt, sondern dass das verfolgt wird und mit langem Atem eben auch solche Möglichkeiten wahrgenommen werden. Also diese drei Punkte, die möchte ich eigentlich hier zu dieser Frage in den Raum stellen. Vielen Dank, Herr Dr. Jehl. Sie sehen, ich habe nicht zu viel versprochen. Wohlwollend und kritisch begleitet der Freundeskreis
das Handeln und das Schicksal des Stadtmuseums. Vielen Dank auch für den Hinweis zum Thema Euthanasie, Verantwortung des Bezirks, das natürlich über unsere eigene Zuständigkeit, über unser eigenes Denken und Verantworten für das Stadtmuseum hinausführt in eine, ich will mal sagen, in eine Art neue Dimension. Astrid, du wolltest etwas dazu anmerken. Ich habe den ganzen Diskurs zu Irsi und der Frage des Gedenkortes, der Erinnerung dort, nur am Rande mitbekommen. Insofern kann ich dazu jetzt hier nichts sagen, weil ich nur unzulänglich Informationen habe. Ich möchte nur einen kleinen Aspekt aufgreifen, Herr Jehl, den Sie am Schluss gesagt haben. Und ich setze mir jetzt den Hut der ehemaligen Museumsleiterin ab und setze mir den Hut der ehemaligen Leiterin einer Beratungsstelle, nämlich der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, auf. Diese Stelle macht auch Trägerberatung und nicht nur Beratung von Museumskolleginnen und Kollegen. Und ich weiß, dass es einfach für die Träger manchmal sehr schwer ist, das, was ein Stadtmuseum alles braucht, zum Beispiel auch finanzieren zu können. Insofern bin ich sehr froh, wieder mit der Beraterinnenbrille, mit der ehemaligen, dass es in dieser Stadt gelungen ist, das, was für Stadtmuseum aufgebaut worden ist, zu einem guten Stück auch zu verstetigen und dass das auch politisch nicht in Frage gestellt wird. Also so habe ich das immer wahrgenommen, auch in den letzten Jahren, als ich nicht mehr hier in dieser Stadt tätig war, dass es da einen Konsens gibt und kein Infragestellen. Also insofern sage ich jetzt mal, die Expansionspläne, die es ja seit Jahrzehnten in Kaufbeuren gibt, die ich auch angetroffen habe, die sehe ich kritisch. Ich sehe einen ganz anderen Punkt, weil es muss finanzierbar bleiben. Ja, ich glaube, da muss man realistisch sein. Ich sehe aber einen ganz anderen Punkt, wo man ansetzen muss. Denn die Tatsache, dass das 20. Jahrhundert nur diese 40 Quadratmeter bekommen hat, ist ja dem geschuldet, dass dazu in Kaufbeuren nie gesammelt wurde. Das heißt, der erste Schritt muss sein, und da rede ich jetzt auch wieder als Beraterin, weil wir das wirklich gebetsmühlenartig allen Museen Land auf Land ab immer gesagt haben, man muss ans Sammlungskonzept und man muss die Sammlung qualifizieren. Und jetzt ist natürlich die Sammlung nicht alles. Wir erleben in der Museumsdiskussion ja auch jetzt seit 10 Jahren einen Perspektivenwechsel viel stärker zum Publikum hin. Wenn man das Sammeln aber ähnlich intelligent, wie das jetzt zum Thema Nationalsozialismus hier auf den Weg gebracht wurde, für andere Zeitschnitte auch macht, dann glaube ich, wird eine Sammlung wachsen. Und natürlich kann man auch andere partizipative Modelle sich überlegen. Nur das kostet Geld im Sinne von Personalressourcen. Ich rede jetzt nicht von dem Lagerraum im Depot, sondern zunächst mal muss das auch leistbar sein. Und wir haben in Kommunen nicht nur dieser Größenordnung, sondern teilweise auch in Kommunen, die größer sind, ja immer die Diskussion, wenn ich jetzt mal so etwas Banales wie die Entgeltgruppe einer Museumsleitung angucke. Ja. Wir sitzen hier alle mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Wenn Sie aber deutschlandweit gucken, in Kommunen dieser Größenordnung, ist das eigentlich ein Entgelt für eine wissenschaftliche Leistung. Die wird irgendwie so en passant vorausgesetzt und mitgenommen. Das heißt, das Museum muss in der Lage sein, auch Wissenschaft leisten zu können, personell. Ne? Und das ist so ein, ja, sage ich jetzt mal, ein Kräfteverhältnis, an dem man immer mit Augenmaß, aber natürlich auch mit Nachdruck arbeiten soll. Aber es fängt für mich bei den Themen mit der Sammlung an. Und ich möchte noch einen Punkt sagen, so wichtig das Euthanasie-Thema hier ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, und so wünschenswert das auch ist, dass es sichtbarer wird, als es heute ist. Und auch die in die Verantwortung treten, die das als Träger auch verantworten sollten. Ich möchte nicht, dass in der Diskussion, weil die Stadt jetzt so weit ist, die Stadtgesellschaft auch, sich das wieder auf dieses Thema alleine fokussiert. Denn ich habe in Kaufbeuren einfach vor vielen Jahren noch ein Entlastungsnarrativ wahrgenommen. Ich hoffe, ich kriege jetzt den Namen richtig hin. Also das, was ich immer in Kaufbeuren gehört habe, was man auch in den Stadtgeschichtsbänden, die man zu dem Thema gar nicht konsultieren will, die zur Zeit, als ich hier gearbeitet habe, vorlagen, jetzt ist ja vom Heimatverein auch
deutlich mehr publiziert worden. In der damaligen Zeit gab es so ein Entlastungsnarrativ. Es gab nur einen jüdischen Mitbürger, der Herr Buchsbaum, und der ist dann zum Glück auch rechtzeitig, bevor er deportiert wurde, aus der Stadt gegangen. Ich weiß noch, wie wirklich elektrisiert meine Kollegin Caro Wolf zurückkam, als sie in Arolsen eben recherchiert hatte, dass es sehr wohl auch noch einen Metzger namens Wilhelm Lion gab. Also das heißt, es sind bestimmte Entlastungsnarrative auch lange gepflegt worden, und dahinter sollte man auf keinen Fall wieder zurücktreten, sondern diese Bandbreite, die die Sonderausstellung jetzt zeigt, auch erhalten, jenseits der oder unabhängig von der Diskussion, braucht Kaufbeuren eine tatsächliche Gedenkstätte, einen Gedenkort zum Thema Euthanasie. Vielen Dank. Ist es in Ihrem Sinne, wenn wir dazu übergehen, was ich am Anfang schon angekündigt habe, nämlich, dass wir das Publikum mit einbeziehen? Wir haben dazu hier vorne zwei Mikrofone, die ich den beiden Kolleginnen samt Stativ nach unten reiche. Wenn Sie eine Wortmeldung haben, wenn Sie etwas anregen möchten, wenn Sie etwas ergänzen möchten, etwas Neues oder auch zu einem Thema widersprechen möchten, melden Sie sich bitte kurz. Eine der beiden Kolleginnen kommt zu Ihnen, stellt Ihnen das Mikrofon an den Platz. Bitte bleiben Sie in einer gewissen respektvollen Distanz zum Mikrofon. Wir hören Sie, denke ich, auch so, weil das Mikrofon unter Umständen dann eben auch zu anderen Personen noch weitergeht. Bitte, wer wünscht sich eine Wortmeldung? Hier in der Mitte, der Herr. Ja, grüß Gott, mein Name ist Leo Hiemer, ich bin Autor und Regisseur. Ich möchte mir, das größte Problem, was ich jetzt habe, ist, mich kurz zu fassen, aber ich glaube, das hatten Sie auch. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die wirklich tolle Diskussion, das tolle Gespräch. Das sind so unheimlich viele qualifizierte Beiträge gewesen, so viele Anregungen und so viele Themen. Ich glaube, dass alle hier auf jeden Fall aus dieser Veranstaltung sehr bereichert weggehen werden. Ich habe selber gerade eine Wanderausstellung am Laufen, die heißt Geliebte Gabi. Da geht es um ein Mädchen, das im Allgäu auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, ein Pflegekind. Die Mutter war eine Jüdin, das Mädchen wurde mit 5 Jahren in Auschwitz ermordet. Es ist eine Geschichte, mit der ich mich schon sehr lange und auch in aller Breite beschäftigt habe und auch weiter beschäftigen werde. Vielleicht kann ich beitragen, was mich jetzt als Ausstellungsmacher oder als Beteiligter von einer Wanderausstellung auch auf dem Dorf hier jetzt besonders anspringt. Das Erste ist natürlich, wir leben ja jetzt in einer ganz veränderten Situation. Das haben Sie ja alle auch erfahren und wir erfahren sie auch heute noch. Es gibt eine Pandemie. Es ist nicht mehr ohne weiteres möglich, Ausstellungen und Museumsleben so weiterzuführen, wie es bisher war. Und wir sehen uns alle nach der Normalität zurück und wir wissen nicht, ob und in welcher Form sie wieder einkehren wird. Das geht zum Beispiel an, dass die Leute sagen, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen, da sind so viele Leute, die könnten mich anstecken. Dass die Schulen sagen, jetzt muss man Deutsch, Mathe, Englisch machen. Ausstellungen sind schön, aber jetzt nicht. Und wir wissen auch nicht, ob das die letzte Pandemie war, was das nächste Mal passiert. Und was wir alle erfahren haben, das ist natürlich, das, was Sie auch gesagt haben, hier aus Nürnberg, der Notnagel ist die Digitalisierung. Das heißt, wir müssen in Zukunft eigentlich immer alles, jedes Museum, alles zweigleisig eigentlich uns planen. Es wird kein Museum und kein Umbau ohne digitale Medien mehr geben können, weil wir wissen nicht, wann es uns wieder eilt mit so einem Shutdown. Und dann stehen wir nämlich wirklich so da, wie wir dieses Jahr im März dagestanden sind. Vom einen Tag auf den anderen hieß es nichts mehr. Und dann war alles abgesagt. Die zweite Geschichte ist, es ist nicht nur blöd und doof, das Digitale, sondern es kommt ja immer darauf an, wie man es macht. Es kommt ja auch beim Museum darauf an, auch bei einer Ausstellung, wie man es macht. Manche Leute sagen auch, Ausstellungen sind doof, aber es gibt eben auch sehr ansprechende und sehr interessante und sehr einladende Ausstellungen und Museen. Und deswegen muss man sich halt genau überlegen, wie man sowas macht. Es wurde jetzt von Dr. Jehl auch angeregt, diese wunderbare Ausstellung, diese
über Kaufbeuren und dem Hakenkreuz zu dokumentieren. Also das kann man sehr gut. Ich habe das jetzt mit meiner Ausstellung auch gemacht. Wir haben einen Weg gewählt, kleine, kurze Spots zu drehen, die wir über YouTube im Internet verlinken, über die Homepage der beteiligten Museen, über unsere eigene Homepage von der Ausstellung und hoffen da eben auch Besucher anzusprechen, die wenig Zeit haben, die aber auch woanders mal reingucken möchten, die bestimmte Thematiken recherchieren und speziell natürlich auch die Schulen anzusprechen. Wir haben sehr, sehr viel Interesse gefunden bei Lehrern und viele Klassenführungen für Schulklassen gemacht. Und es waren zum Teil wirklich sehr bewegende Erlebnisse. Seit dem 15. März 0,0. Da gibt es nichts mehr. Und das Einzige, was wir versuchen können, das ist über digitale Medien an die Lehrer und natürlich auch an die Schüler und Schülerinnen ranzukommen. Und bei den Schülern und Schülerinnen haben wir mit den digitalen Medien, glaube ich, schon sogar ein richtiges Pfund. Also wenn es da was Attraktives gibt, was nicht so lang ist, ja, nicht so kompliziert, aber was man holen kann, was man im Unterricht auch besprechen kann, was man auch mehrmals angucken kann, wo es Zusatzmaterial gibt, dann kann man eine digitale Ebene für so eine Ausstellung aufbauen. Und noch ein Punkt, was mir sehr gut gefallen hat, der Zugang, was Frau Dr. Perlinger vorgeschlagen hat, sie ist ja eh eine Denkerin in alle Richtungen, überrascht mich immer wieder. Ja, wir müssen das Museum auch von heute sehen. Das heißt, was sind unsere heute Fragestellungen? Wenn man heute in die Zeitung guckt, dann sieht man ein Wort Rassismus zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt rangehe und sage Rassismus, ach, das finde ich ja da wieder. Wie hat er sich damals geäußert? Was ist davon sozusagen weitergetragen worden? Oder was ging auch davor? Ich würde sogar sagen, 20. Jahrhundert, die Schlüsselepoche ist der Nationalsozialismus. Je weiter man wegkommt von dieser Zeit, desto mehr hat man das Gefühl, es läuft in Deutschland zumindest auf diese Epoche zu. Das, was wir heute haben, ist ob es wollen oder nicht, in ganz großem Maße davon geprägt, nicht nur, dass die Flüchtlinge damals kamen und Neugabler uns gegründet haben, sondern auch, dass die Reaktion natürlich die europäische Einigung war, wobei man heute, glaube ich, sagen muss, so ganz einig sind sie sich mal wieder nicht, aber auch das gehört zu Europa dazu und das ist modern und das ist neu. Also der heutige Blick finde ich sehr wichtig auf diese Zeit, die Schlüsselwörter rausarbeiten und auch über die digitalen Medien die Chance sehen, dass man an die jungen Leute und an die Schulen besser rankommt, als wenn wir ein schönes Museum machen, aber es darf keiner rein oder nur mit großen Auflagen. Danke. Herzlichen Dank. Zum Thema Museumsarbeit in besonderen Zeiten und vor besonderen Herausforderungen. Das Stadtmuseum hat bereits, so viel darf ich kurz dazwischen schieben, eine ganze Reihe von Ideen, wie Erinnerungskultur in der Zukunft aussehen kann. Neben der bereits geplanten Verlegung der sogenannten Stolpersteine gehört dazu auch eine Publikation und Dokumentation der Ergebnisse aus der Sonderausstellung. Das ist bereits angedacht, wenn auch noch nicht konkret geplant. Wir kriegen das mit unseren Ressourcen nicht alles auf einen Schlag hin, aber wir haben das im Auge. Gibt es weitere Wortmeldungen aus Ihrem Kreis? Ja, bitte sehr. Warten Sie kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Ah, hier. Dann hören wir Sie alle. Mein Name ist Monika Petri, ich bin Irseerin, aber wer in Irse wohnt, ist mit Kaufbeuren genauso verbandelt. Sie greifen gerade Stolpersteinaktionen auf. Dazu möchte ich sagen, wir haben in Irse Stolpersteine, die keine Stolpersteine sind, sondern irgendwo versteckt. Man stolpert nicht drüber. Wenn Kaufbeuren auch Stolpersteine legt, dann bitte so, dass auch die Bevölkerung beteiligt wird und nicht sozusagen das an der Bevölkerung vorbei und dann nur eine schöne Zeitungsaktion draus macht und dass die Stolpersteine auch so gelegt werden, dass man drüber stolpert. Vielen Dank. Gibt es dazu eine Anmerkung? Nein, vielleicht darf ich kurz anmerken, dass wir natürlich um eine Beteiligung der Bevölkerung bemüht sind, dass wir aber auch natürlich an die Vorgaben
der Stiftung, die diese Stolpersteine verlegt, gebunden sind, wenn wir uns in diese Aktion einklinken. Und das, dazu gehört auch, dass die Stolpersteine nicht an einer beliebigen Stelle verlegt werden können, sondern eben an einem Bezugsort zu der Person. Das ist der Hintergrund, deswegen sind wir in der Wahl des Ortes nicht ganz frei. Da möchte die Stiftung sehr wohl auch mitgestalten. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, da hinten. Zwei Wortmeldungen habe ich gesehen. Ja, mein Name ist Hannelore Kunz-Ott. Ich bin Neugablonzerin seit gut 20 Jahren und möchte gerne drei Aspekte zum Stadtmuseum sagen. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation zu dem Projekt, was ihr gemacht habt hier im Stadtmuseum jetzt zur NS-Zeit. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel für gute Stadtmuseumsarbeit, so wie ich mir ein Stadtmuseum vorstelle. Ein Stadtmuseum, das ein kulturpolitischer Ort ist, der nicht nur Kunst und Kulturgeschichte ausstellt, sondern wirklich Raum und Platz bietet für Diskussionen in der Stadtgesellschaft. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass das auch weiter geleistet werden kann, auch nicht, wenn die großen Gelder, wie jetzt bei diesem Projekt Stadtgefährden laufen, sondern dass das auch mit dem Personal und dem Stamm, das das Stadtmuseum zur Verfügung hat, immerhin hat es ein schlagkräftiges Team, was auch nicht selbstverständlich ist. Also das wäre mein großer Wunsch, neben der kulturpolitischen Diskussion und Aufgabe, die ein Stadtmuseum hat, auch das zu erfüllen, die Gesellschaft vor Ort einzubeziehen. Und jetzt spreche ich als Neugablonzerin, das fehlt mir noch. Es gibt in Neugablonz das Isargebirgsmuseum, auch ein tolles Haus, nicht ganz so ausgestattet personell wie das Stadtmuseum, dass das genauso integriert wird, die Geschichte, die noch mir ein bisschen nebeneinander zu sehen ist als Museumsbesucher, dass das auch, jetzt sind viele Wünsche an das Stadtmuseumsteam, aber auch, dass das in irgendeiner Form berücksichtigt wird, das wäre mein zweiter Wunsch. Und dieses partizipative Einbeziehen, mir hat es sehr gut gefallen, was Frau Schönhagen gesagt hat. Wie passiert es in der NS-Zeit, dass auf einmal demokratische Grundgedanken verloren gehen? Wir sind jetzt wieder in so einer Situation und wenn das kulturgeschichtliche Stadtmuseum da einen kleinen Beitrag in dieser Dimension leisten kann, finde ich das ganz toll und der erste Ansatz ist ja schon wirklich euch sehr gelungen und insofern wirklich Gratulation und der Wunsch, dass es weitergehen kann, wenn auch in kleinen Dimensionen, wäre hiermit formuliert. Danke. Vielen Dank. Zwei Reihen davor, Herr Dr. Melcher hatte sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Also ich bin auch sehr beeindruckt von der Diskussion und noch mehr beeindruckt von dieser Ausstellung und von dieser Ausstrahlung in die Stadtgesellschaft, die das Museum für mein Gefühl das erste Mal hatte. Ich habe mir also aus lauter Begeisterung auch gleich eine Dauerkarte gekauft, weil ich das eigentlich als eine sehr wichtige Funktion eines Museums empfinde, dass die Diskussion in der Stadt auch angeregt wird und es ist Ihnen hervorragend gelungen. Zum Zweiten möchte ich, also ich habe mich bemüßigt gefühlt, es gibt ja zwei Veranstaltungen in der Stadt, die auf diese Zeit immer zurückführen, beziehungsweise das eine ist das Gedenken am 9. November an die Reichskristallnacht. Das findet immer in Mauerstetten an dem jüdischen Friedhof statt. Und das zweite war das
die Befreiung am 8. Mai, das haben wir heuer das erste Mal versucht zu feiern, ist leider durch Corona weitgehend beeinträchtigt worden. Aber die Initiative hat auch in der Stadtgesellschaft ein großes Echo gefunden. Wir zu unserem Aufruf zum 8. Mai haben über 300 Menschen das unterschrieben und es hat sogar der Stadtrat diese Aktion befürwortet. Und das wäre auch mein Anliegen für die Zukunft, dass dieses Fest am 8. Mai weiter unterstützt wird und auch in den kommenden Jahren stattfinden kann. Denn es geht nicht nur darum, diese schreckliche Zeit ins Gedächtnis zurückzurufen, sondern auch die Befreiung von diesen entsetzlichen Gräueln und dieser Enge und dieser Gewalttätigkeit in die Gesellschaft zu tragen. Vielen Dank. Man kann den Kauf einer Dauerkarte als Stadtmuseum natürlich unter rein materiellen Gesichtspunkten sehen, aber es ist auch ein schönes Zeichen, dass dieses Thema Menschen dazu bewegt, sich dem Museum und den Themen, die es aufarbeitet, sich innerlich verbunden fühlen. Schön, dass Sie das erwähnt haben. Das ermutigt uns auch in dieser Richtung weiterzuarbeiten und einen Platz in der Mitte der Stadtgesellschaft zu finden, zu behaupten und auszubauen. Gibt es weitere Wortmeldungen von Ihrer Seite? Hier vorne, genau. Also ich möchte noch auf die Ausstellung zurückgehen. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Leuten gesprochen, die so Jahrgang 1935 waren und damals auch in der katholischen Jugend oder so am Anfang. Und die haben dann gesagt, so ungefähr, wie sehr man aufpassen musste, wie die Eltern immer Angst haben. Und ich weiß auch von meinem eigenen Bruder, der Jahrgang 1934 ist, also ich bin von Oberstaufen, also, aber der sagt, man hatte damals immer Angst. Und wie froh man war, dass der Krieg zu Ende war. Weil auch also meine Eltern und die Tante und so immer voller Angst war, dass was passiert, dass man geholt wird, dass man abgeholt wird, wie es meiner Mutter mal passiert war, ein Tag, dass man ihr was angehängt hat, dass sie was mit dem serbischen Zwangsarbeiter, der auf dem Bauernhof war, und solche Sachen sind sicher in Kaufbeuren auch passiert. Diese Angst, und ich habe auch mal Pfarrer Hölzler früher mal über das katholische Pfarrarchiv berichtet, also wie da die Drangsalierungen waren und was da so steht. Und jetzt so im Laufe der Diskussion kam mir dann, wo man den Mantel von dem BDM-Mädchen gezeigt hat, dann frage ich mich, warum hat jemand so einen Mantel so lang aufgehoben? Also ich weiß nicht, ich hätte ihn wahrscheinlich verbrannt oder. Und also ich war auch in der Ausstellung bei der Eröffnung und da haben eigentlich die Leute, wo da so waren, so ganz stolz berichtet. Ja, mein Vater, der war der Jagdflieger oder der hat das gemacht. Also diese Angst oder diese Drangsaliererei der Bevölkerung kommt weniger vor. Das wollte ich beitragen. Vielen Dank. Ja, die Geschichten, die hinter den Objekten stecken, sind das eigentlich Spannende. Das hat sich ja auch bei der Arbeit an der Sonderausstellung gezeigt. Gibt es weitere? Ja. So, mein Name ist Sabine Thoma. Ich bin die Schulleiterin der Josef-Landes-Schule Kaufbeuren. Und unsere Schüler, die gehen immer mit großer Begeisterung in die Ausstellungen des Stadtmuseums. Und jetzt habe ich mich besonders darauf gefreut, dass unsere Schüler in der 9. Klasse, dass die auch in diese Ausstellung gehen können und gerade auch diese Objekte anschauen können, wo man einfach sieht, wie in Irsee und in Kaufbeuren der Psychiatrie Kinder und Jugendliche schwerst misshandelt wurden. Leider ist das durch Corona jetzt nicht mehr möglich gewesen. Aber im Grunde genommen, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die haben ja auch ein großes Herz. Und wenn die jetzt wahrgenommen hätten, dass da Kinder und Jugendliche hungers sterben müssten, also gerade dieses eine Büchlein, wo man einfach sieht, wie ein Kind von Tag zu Tag einfach weniger an Gewicht wird. Ich glaube, das hätte bei meinen Schülern viel, viel bewegt.
Und uns liegt es ja wirklich sehr am Herzen, dass unsere Schüler, wenn sie dann mal ins Erwachsenenleben entlassen werden, eben nicht durch das Internet oder so auch in rechtsradikale Fänge kommen. Und da finde ich solche Sachen einfach sehr, sehr wichtig. Und da bitte ich darum, dass diese Objekte, dass die weiter einfach zugänglich sind, weil ich kann mir für unsere Schüler sehr, sehr gut vorstellen, dass die davon profitieren. Und sie wären ja unter Umständen Opfer gewesen im Dritten Reich. Und ich denke, dass würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank. Sind weitere Wortmeldungen gewünscht? Herr Dr. Klinkert. Ja, guten Abend, ich bin Dr. Ulrich Klinkert. Ich wollte ganz gerne das noch unterstützen, was der Herr Jehl bei seinem kurzen Vortrag gesagt hat. Ich denke, dass vielleicht der erste, vielleicht auch wichtigste Schritt ist, dass sich auch der Stadtrat bei dieser Frage, wie lässt sich denn jetzt sagen diese 40 Quadratmeter umgestalten, jetzt nicht um jeden Euro und jeden Cent kämpft. Also mir scheint das wichtig zu sein, dass das auf eine ganz vernünftige, zukunftsfähige Füße gestellt wird. Die Astrid Pellinger hat natürlich recht, es muss alles finanzierbar bleiben, das ist völlig klar, aber deswegen sollte trotzdem strategisch irgendwo ein paar Dinge sehr klar gemacht werden. Und auch da würde ich ganz gerne Herrn Jehl und Herrn Dr. von Kranach unterstützen. Kaufbeuren braucht diese Gedenkstätte für die Krankenmorde. Es braucht zumindest die feste Zusage, dass wir das wollen. Wann das tatsächlich umgesetzt werden kann, hängt von ganz, ganz vielen Sachen ab, die kein Politiker wahrscheinlich jetzt vernünftig beantworten kann. Und der dritte Punkt, das ist die Frage der Erweiterung. Man kann natürlich, es ist zu Recht gesagt worden, was ist mit den letzten 75 Jahren eigentlich unsere Geschichte. Ein Museum kann natürlich auch nicht pausenlos wachsen mit dem Wachsen der Vergangenheit, die man eigentlich dokumentieren könnte. Vielleicht wäre es ja auch noch ein Gedanke, und da weiß ich nicht, ob es in anderen Städten da Vorbilder gibt, wie weit man denn zum Beispiel die Leerstände in den Innenräumen zumindest mal kurzfristig irgendwie zu solchen Dingen nutzen könnte. Also bloß auch mal als Idee, vielleicht ist es eine blöde Idee, aber es fällt einem zumindest mal ein. Danke. Vielen Dank. Astrid hatte bereits während des Vortrag sich gemeldet. Vielleicht zur Finanzierbarkeit. Also es sind ja viele Mitglieder des Freundeskreises hier. Der Freundeskreis hat ja beste Erfahrungen damit gemacht, dass man viel bewegen kann, wenn der Freundeskreis bereit ist, Geld zu geben. Ich bin selber Mitglied im Freundeskreis. Wenn ein Spendenaufruf käme, wir sammeln um die Abteilung zum Nationalsozialismus künftig adäquat darzustellen, weiß ich, dass ich sofort spenden würde. Also ich meine, das ist eine Strategie, mit der hat der Freundeskreis beste Erfahrungen gemacht. Darauf kann er ja wieder bauen. Also das wollte ich jetzt einfach mal zur Finanzierbarkeit sagen. Darf ich was zur Digitalisierung sagen? Weil das ist mir ein wichtiger Punkt, bevor es da quasi so eine Wahrnehmungsschieflage gibt. Also Jörg Skribeleit hatte ja dieses Projekt erwähnt, das ich als Landesstellenleiterin initiiert habe. Mir ging es damals im Kern darum, dass ich einfach gesagt habe, Museen brauchen digitale Kompetenz. Und ich war mir mit dem Projektleiter dieses Projektes, mit Christian Gries, immer einig, digitale Kompetenz befähigt Museen dazu, zu erkennen, wann es besser ist, weiterhin analog zu arbeiten. Also es geht nicht darum, das Analoge durch das Digitale zu ersetzen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir in der Zusammensetzung, wie wir hier gerade sitzen, eigentlich sprechfähig sind, über digitale Kultur zu sprechen. Da fehlen uns hier einfach ein paar im Raum. Den einen oder anderen, die oder einen anderen sehe ich hier stehen und sitzen. Sie haben bestimmt alle in den letzten Wochen gelernt, über Zoom-Konferenzen mit ihren Enkeln, mit ihren Kindern, mit ihren Großeltern, was die jüngere Generation anbelangt, zu kommunizieren. Aber diese
also das Analoge und das Digitale wird nach wie vor, und das ist eine Wahrnehmungsstörung, die ich in Museen feststelle, als zwei Pole gedacht. Und es ist aber, das Digitale durchdringt unseren Alltag. Und es geht nicht darum, zu duplizieren, was Museum macht im Digitalen, sondern adäquate Ausdrucksformen zu finden. Und dieser Satz, um die Jungen zu erreichen, den hinterfrage ich immer extrem kritisch, weil dazu müssten wir erstmal wissen, was die Jungen eigentlich vom Museum erwarten, was sie dort antreffen möchten, wo sie mitreden möchten. Und dann sind wir wieder bei den partizipativen Prozessen. Das ist mir insofern wichtig, als ich quasi nicht möchte, dass der Stadtrat sich darauf zurückziehen kann und sagen, ach, dann mach das doch digital. Das ist vielleicht dann ein bisschen günstiger. Das wird nicht funktionieren. Ich unterstelle jetzt nicht dem Stadtrat, dass er das vorhat, aber ich möchte einfach vorbauen, weil ich das ganz oft erlebe, dieses mal eben hingeblätterte, macht's doch digital, dann ist es erledigt. Darum geht es, glaube ich, bei der Diskussion, die wir hier führen, nicht. Es kann eine gute Ergänzung sein, aber die muss sehr intelligent sein. Vielen Dank. Von den anberaumten 90 Minuten haben wir bereits saftig überzogen. Dennoch nochmal die Frage, gibt es von Ihrer Seite noch Anregungen, Gedanken, Aspekte, die Sie in die heutige Diskussion mit einbringen möchten? Bitte sehr. Ich bin Angelika Lauser, war mitbeteiligt mit dem Generationenhaus an den ganzen Aktionen. Und was mir wichtig wäre, das haben wir also auch gesehen und auch in der Ausstellung, dass das gerade mit den P-Seminaren und mit den Jugendlichen, dass das super toll funktioniert hat. Und es wäre schade, wenn es ein einmaliges Mitnehmen der Jugendlichen wäre, dass man da einfach gerade an die Schulen geht und sagt, wer hat da Kapazitäten frei, das mit einzubeziehen. Weil das fand ich einfach toll, die Reaktionen von den Jugendlichen, die kann man ja zum Teil auch an den Fahnen sehen. Ich habe das nicht gewusst, was da passiert ist und solche Sachen. Also ich denke, das wäre wichtig, weil das geht ja darum, dass es nicht verloren geht und dass einfach die Erinnerung dabei bleibt. Vielen Dank. Die heutige Podiumsdiskussion hat einen Weg hinter sich, nicht nur einen gedanklichen Weg, sondern auch richtig einen geografischen Weg. Wir hatten eigentlich mit dem Haus St. Martin geplant, sind aufgrund der Corona-Krise dann in das Stadttheater gewandert und sind hier letztlich im Stadtsaal gelandet. Ich sehe darin auch einen gewissen Symbolcharakter, dass wir uns auf einem Weg befinden und wir werden auch auf diesem Weg bleiben und werden sehen, ob die Gesellschaft, die Politik diesen Weg mitgeht und in welcher Form sie ihn mitgeht. Klar ist, glaube ich, dass diese Diskussion eben nicht hinter den dicken Mauern, nicht im musealen Elfenbeinturm stattfinden wird, sondern inmitten der Gesellschaft. Der Herr Oberbürgermeister Bosse hatte das Grußwort. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch noch ein kurzes Schlussstatement abgeben könnten. Dankeschön. Ich darf mich in Ihrer aller Namen ganz herzlich bei unseren Experten bedanken, die uns doch sehr interessante Perspektiven eröffnet haben. Zunächst mal vielen Dank für all das Lob, das Sie für die zurückliegende Spurensuche übrig hatten, wo Sie gesagt haben, außergewöhnlich und für eine Stadt von der Größe Kaufbeurens nicht unbedingt erwartbar. Sowas tut natürlich gut, aber ich habe meinen Studenten immer gesagt, mich interessiert, was nicht gut läuft und da können wir lernen. Also vom Lob allein können wir die Dinge nicht entwickeln. Und insofern, da war heute auch vieles dabei, wo man gesagt hat, da sind Arbeitsaufträge, da sind Pakete jetzt formuliert worden, da gibt es eine Verpflichtung der Stadt, diesen Weg auch fortzusetzen. Insofern Ihnen allen nochmal vielen herzlichen Dank, auch für die kritischen Anmerkungen, für die sehr konstruktiven und kreativen Lösungsansätze, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Stadtrat
alles tun wird, um diese Dauerausstellung in einen adäquaten Zustand zu versetzen. Wie wir mit 40 Quadratmetern und der Raumsituation umgehen, da werden wir Lösungen finden, da werden wir uns Gedanken machen und wir werden es definitiv nicht nur auf die digitale Ebene verlagern. Also das liegt mir momentan ferner denn je. Im Übrigen, Frau Dr. Pellengar, ich freue mich ja so, wenn ich mal wieder haptisch unterwegs sein kann, weil ich nur vor irgendwelchen Bildschirmen hänge. Es ist der Fokus auf die Zeit nach 45 gelenkt worden. Auch die hat mich gerade in letzter Zeit zunehmend interessiert und auch elektrisiert, weil tatsächlich endet doch vieles mit diesem Jahr 45, mit dem Einmarsch der Amerikaner und dann beginnt eine neue Zeit, ja, und Neugablonz wird aufgebaut und irgendwo ist alles auf einmal vergessen und tatsächlich reichen ja die Spuren aus der NS-Zeit bis in die Gegenwart. Und deswegen fand ich das so schön, wie Sie das auch formuliert haben. Spannend sind ja gerade die Dinge, die nach heute hereinreichen, ja? Wie das Tänzelfest oder wie der Oberbürgermeister. Wie hat sich denn das weiterentwickelt? Was ist mit den ganzen Protagonisten geschehen? Und das sollten wir auch ganz stark in den Fokus nehmen. Ich darf Ihnen sagen, was mich förmlich elektrisiert hat in letzter Zeit, das war die Geschichte meines Vorgängers Dr. Georg Volkhardt, der ja von den Nationalsozialisten aus dem Amt unter einem Vorwand gedrängt wurde. Er habe nämlich bei unserem bis heute existierenden Stromunternehmen irgendwelche strategischen Fehlentscheidungen getroffen und deswegen hat man ihn kurzerhand abgesetzt und durch einen insolventen Schneidermeister dann ersetzt, der Nationalsozialist war. Und Georg Volkhardt wurde dann rehabilitiert, aber trotzdem, man sieht, das reicht in die heutige Zeit. Ja, es gibt diese Stromunternehmen noch und man sieht, wie die Mechanismen auch gewirkt haben, welche Vorwände man missbraucht hat oder konstruiert hat, um sich dann unliebsamer Personen zu entledigen. Und insofern finde ich, dass das eine sehr spannende Sache ist, gerade sowas auch mit in den Fokus zu nehmen. Frau Dr. Kunz-Ort, Sie haben mir auch aus dem Herzen gesprochen, die Entwicklung von Neugablonz, die läuft dann so irgendwie parallel und nicht richtig in diese Stadtgeschichte rein, auch manifestiert durch die beiden Museen. Das wird auch eine Aufgabe der nächsten Jahre sein, das zusammenzubekommen, zumal ja das Isargebirgsmuseum, wie angedeutet, erhebliche, ja, personelle Engpässe hat. Das ist ganz stark ehrenamtlich fundamentiert und das wird immer schwerer. Also das wird eine Aufgabe sein, die Dinge zusammenzubringen und das ist etwas, auf was ich mich freue, dass am Schluss dann eine Stadtgeschichte aus dem Ganzen entsteht und nicht zwei parallele Stadtgeschichten irgendwo unterwegs sind. Der Bezirk ist mehrfach angesprochen worden. Sie, Herr Dr. Skribeleit, haben ja gesagt, Bezirk ist nicht da. Ich bin Bezirksrat. Und ich bin über all diese Themen seit langem informiert. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie immer noch davon ausgehen, dass es keine Zusage des Bezirks für eine Gedenkstätte in Kaufbeuren gäbe. Diese Zusage gibt es. Ich habe das auch verschiedentlich immer wieder angesprochen und mit Herrn Düll, dem Leiter der Bezirkskliniken, aber auch mit dem Bezirkstagspräsidenten Martin Seiler ist vereinbart, es wird eine würdige Gedenkstätte am BKH Kaufbeuren errichtet mit entsprechendem konzeptionellen Vorlauf und zwar spätestens zur 150-Jahr-Feier des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren. Also die Zusage ist da und die ist belastbar. Und da können Sie mich beim Wort nehmen, da können Sie den Bezirkstagspräsidenten beim Wort nehmen. Wir machen das. Und es wird nicht eine, wie soll ich sagen, das wird ein richtiges, durchdachtes Konzept sein, dass man nicht einfach aus dem Boden stampft, sondern dass wirklich einen entsprechenden Vorlauf braucht. Ich verfolge, was die Bezirksklinik in Kaufbeuren angeht, zwei Ziele. Das eine ist, dass wir die Klinik komplett generalsaniert bekommen. Das ist derzeit in Günzburg der Fall. Der größte Standort der Bezirkskliniken wird derzeit mit einem über 100 Millionen Euro liegenden Aufwand generalsaniert. Und ich habe immer gesagt, das nächste Großprojekt der Bezirkskliniken Schwaben ist das BKH Kaufbeuren. Weiß auch der Dr. Putzhammer. Und das zweite ist, dass es diese Gedenkstätte gibt. Also feste Zusage, bitte keine Sorgen mehr machen. Wenden Sie sich an mich oder an den Bezirkstagspräsidenten. Das Projekt wird verwirklicht. Ansonsten
müssen wir natürlich sehen, wie wir jetzt auch aus dieser Krise herauskommen. Dem Stadtrat dämmert allmählich, dass Corona mehr bedeutet, als Masken zu tragen und jetzt die Zeit zu überbrücken, bis ein Impfstoff da ist. Wir haben tatsächlich gravierende finanzielle Einbrüche und die werden sich nicht nur kurzfristig auswirken, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum gehen. Und deswegen ist unser Ziel, Oliver, da spreche ich auch in deinem Namen, dass wir versuchen, all das, was jetzt entstanden ist, auch in die Zukunft zu führen. Und dazu bedarf es kreativer Lösungen. Und es bedarf natürlich einer gewissen Schwerpunktsetzung. Wir werden sehen müssen, dass wir uns aus dem immer mehr und immer größer und mehr Personal lösen, um trotzdem noch handlungsfähig zu bleiben und Dinge ins Werk zu setzen. Und das ist unser fester Wille und unser festes Ziel hier in Kaufbeuren, dass wir unsere Schulen weiterentwickeln, dass wir aber auch unsere kulturellen Einrichtungen, Volkshochschule, Museum, all das, was entstanden ist, weiter in die Zukunft führen. Und da müssen wir jetzt eben sehen, wie wir durch die Zeit kommen. Deswegen möchte ich Ihnen, Herr Dr. Jehl, heute keine Zusage machen, dass wir tatsächlich vor einer Erweiterung dieses Stadtmuseums stehen. Das scheint mir derzeit in einer sehr weit entfernten Zukunft zu liegen, wenn überhaupt machbar. Aber wir müssen sehen, dass das, was entstanden ist, gut in die Zukunft geführt wird. Und dazu ist dieser Stadtrat wirklich entschlossen und entschieden. Und insofern gehe ich also sehr optimistisch aus diesem Nachmittag, habe sehr interessante Impressionen bekommen und blicke wirklich sehr zuversichtlich in die Zukunft unseres Stadtmuseums. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für diese abschließenden Worte. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön den Gästen hier oben auf dem Podium für die interessanten Aspekte, die in die Diskussion heute einfließen konnten. Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie so lange ausgehalten haben und dass Sie sich so engagiert und einfallsreich an der Diskussion beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen. Kommen Sie gut nach Hause. Machen Sie es gut. Vielen Dank.